ist denn jetzt das Mikro? Meine Fresse, ich finde hier Anredo, hörst du mich? Hallo, Scheiße. Ich habe meine Kopfhörer nicht. Hallo. Basti, die Kopfhörer liegen da hinten, unter dem Berg mit dem Müll. Welcher Berg? Der links oder der rechts? Oder der da vorne? Der blaue. Ach, der blaue. Die IKEA-Tüte? Da drunter. Ach, hier. Ach, hier ist das Mikro. Hallo. Ich habe die Kopfhörer gefunden. Ah. Anredo? Sehr gut. Oh Gott, was ein Chaos hier. Meine Fresse. Wir haben gerade einen Kontinuitätsfehler gehabt. Es ist unfassbar. Herzlich willkommen zur Rundfunk 17 Ausgabe 79 an diesem schönen 2. September. Ein Problem haben wir gelöst. Es ist nicht mehr so heiß. Yeah. Dafür leben wir im kompletten Chaos. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist ja unfassbar, wie schnell eine Bude verdreckt, wie schnell man wirklich ein Chaos kreiert. Und immer wieder, wenn ich aufräume, denke ich, oh, das ist so schön, das bleibt jetzt ganz lang so schön, ich bin jetzt ganz vorsichtig, ich räume jetzt alles sofort weg. Zack, überall alles voller Staub, alles voller Berge mit Klamotten. Man legt ja auch die Klamotten immer auf irgendwelche Stühle und so weiter ab. Man denkt, hier, das wasche ich gleich. Es wird ein riesiger Berg da, dann dort. Bettwäsche 8 Wochen nicht gewechselt. Auf der Spüle türmt sich jeder Quatsch. Ich bin, glaube ich, ein Messi. Ich bin nicht Lionel Messi. Ich mag nämlich keinen Fußball. Aber ich habe jetzt eine ganz, ganz große Erfahrung, also eine ganz, ganz interessante Erfahrung des Erwachsenwerdens gemacht. Ich bin ja jetzt mit Frau Dr. Farmaus zusammengezogen, ne? Jetzt. Und das ist eine ganz, ganz interessante Erfahrung, denn wenn man so ein paar Wochen zusammenlebt, dann merkt man so ein bisschen, oh, wo sind denn da die Eigenheiten der einzelnen Personen und sowas. Und mir ist eine Sache aufgefallen, ich bin perfekt, ich mache gar keine Fehler, und aber Frau Dr. Farmaus, Entschuldigung. Extrem viele. Ja. Hat extrem viel falsch. Überall liegen Klamotten, da liegen so Wäscheberge rum. Gestern, ne, ich lag im Bett mit ihr und sie hat geschlafen. Es war 3 Uhr und ich bin auf einmal wach geworden und dachte mir, ich will 3 Uhr nachmittags oder von welcher Zeit? 3 Uhr nachmittags bin ich auf einmal wach geworden, sie hat neben mir geschlafen und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt kann ich auch nicht direkt einschlafen irgendwie, ich möchte noch eine rauchen. Dann bin ich losgegangen, eine zu rauchen, auf dem Balkon, auf die Loggia und habe dort mies eine Zigarette gepieft. Und dann komme ich wieder rein und dachte mir so, komm, ich bin ein Ehrenmann, ich mache jetzt kein Licht an. Ich versuche mich einfach, ich will sie nicht wecken und versuche mich einfach durch das Dunkle durch zu manövrieren. So, ist natürlich kläglich gescheitert. Ich bin wirklich über 3 Wäschesäcke gestolpert auf einem Weg von 2 Metern. Von der Tür zum Bett. 2 Meter. Sind denn Wäschesäcke? Da sind Säcke mit Wäsche drin. Schon seine schmutzige Wäsche reinballert. Schmutzige Wäsche überall. Ich bin auf das Mikrofon getreten. Ich habe die Kopfhörer kaputt gemacht, indem ich drauf getreten bin. Das war meine Schuld. Das war ihre Schuld. Und da waren überall Wäschesäcke. Ich bin überall fast gestorben. Und ich war wirklich echt wütend. Ich lag in diesem Bett, weg von ihr gedreht und hab die ganze Zeit so richtig sauer geguckt und war richtig wütend auf sie. Weiß gar nicht genau, warum, das war wahrscheinlich der Müdigkeit geschuldet. Das war so ein witziges Erlebnis, weil ich dann auf einmal mich so selbst hinterfragt hab. Als sie mich so angefasst hat, so im Schlaf, hat sie so den Arm um mich gelegt, so halb, und ich hab den so weggepackt und hab dann so, Moment, stand ich so. Weg mit deinem Ekelkörper. Mit deinen ekelhaften Wäschehänden. Und dann hab ich so einen Moment. Das Waschweib. Hab ich so einen Moment auf einmal die Augen aufgerissen und dachte mir so, Gott, ist das dumm. Was denke ich mir denn hier gerade? Und dann bin ich trotzdem wütend eingeschlafen. Das war kein guter Moment, ja. Ey, aber es ist wirklich so, ich glaube, das ist, wenn man dann zusammenzieht, nochmal eine ganz neue Herangehensweise. Weil es ist ja schon so, also ich kenne dich so gut, dass ich weiß, du bist ein kleiner, wie nennt man das, Dreckspatz vielleicht? Wie ein Dreckspatz. Naja, also es ist ja schon so, dass man, wenn man mal ein bisschen fauler ist, einfach seinen Stuff liegen lässt. Ich bin ganz ehrlich, hier neben mir an der Spüle liegen wirklich, seit Donnerstag liegt hier Geschirr, das teilweise verkrustet ist. Ich wollte mir eben einen Schluck Milch in mein wunderschönes Heißgetränk einstecken. Die war komplett klumpig, die wurde Skier, glaube ich, durch einen natürlichen Prozess. Ich merke langsam, wie dieser ganze Haushalt der Haushalt hat, wie nee, mein der, Leben. Der übernimmt so hier Eigenregie, der hat einen eigenen Charakter irgendwie entwickelt und denkt, dieser scheiß Anredo, den ekeln wir jetzt hier raus aus der Bude, der hat hier nichts mehr verloren. Und ich glaube, wenn man dann zusammenzieht. Der will wahrscheinlich einfach nur dein WLAN-Passwort haben und du gibst es ihm einfach nicht. Ja, das geht nicht, nein, leider nein.
Aber pass auf, worauf ich hinaus wollte. Wenn dann zwei Menschen zusammenziehen, man denkt am Anfang so, hey, das klappt ja bestimmt alles ganz gut und jetzt haben wir eine eigene Wohnung und dann sind wir so verantwortlich dafür. Da klaffen ja wirklich, da prallen ja zwei Lebenswirklichkeiten aufeinander. Und es ist doch ganz schwer, da dann auch so miteinander zu kommunizieren, wer wie was sauber macht, dass man die Ordnung hält. Ich selber reg mich aber mich schon auf. Wenn ich nicht ordentlich bin, dann hasse ich mich selbst. Das kannst du aber ja nicht auf deinen Partner einfach übertragen. Da bist du doch nach 3 Wochen getrennt. Da ist doch Mord und Totschlag irgendwann. Also das beste Konzept, was wir jetzt gelernt haben, ist einfach nicht sauber machen. Das hilft. Einfach gemeinsam akzeptieren, dass man den Scheiß liegen lässt. Also Probleme. Ja. Das einzige Problem, was ich nur habe, ist, wenn irgendwas schimmelt, dann bin ich wirklich so, wow. Dann ist es wirklich für mich eine Stufe zu viel. Was ist zuletzt geschimmelt bei euch? Es gab letztens das große Müll Nagasaki von KW 36. Da war nämlich das Problem mit einer übrig gebliebenen Tomate im Mülleimer. Die hat angefangen zu schimmeln. Als man dann den Müllsack rausgeholt hat, dann lag an der Außenseite war die Tomate, die schimmliche. Und dann hat man das rausgeholt, dann hat das da runtergetropft, die Tomate auf den Boden. Ba, 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 ba. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Da gab's natürlich, oh, ist das eskaliert, die Situation. Hör mal. Eieieiei. Danach gab's erstmal Mord und Totschlag. Mord und Totschlag. Aber danach ging's wieder. Liebe Grüße, Susanno. Das heißt, ihr kommt beide eigentlich ganz gut klar. Es ist jetzt niemand von euch so ein Ordnungsfanatiker oder so richtig dirty. Also man arrangiert sich irgendwie. Denkst du, es könnte noch das Potenzial geben, dass man da mal wirklich auch ein bisschen lauter wird oder sich mal hasst, weil man einfach so aneinander vorbeiredet, weil einer wirklich das gibt es im ja. Haushalt weniger macht und der andere sich dann da ein bisschen betrogen fühlt? Nö, das überhaupt nicht. Das ist nicht das Problem. Aber es gibt halt schon so ein bisschen so Dinge, an denen man dann so aneinander Sag mal, was war das denn jetzt? Hör auf zu husten. Staub. Ein bisschen staubig hier überall. Ja, hier ist es auch sehr, sehr staubig. Und das Problem ist einfach, wenn es natürlich irgendwie die Staubsituation gibt, oh, da ist unterm Bett wieder 15 Staubmäuse, das ist ja unfassbar, ekelhaft. Und da gibt's natürlich wieder so ein bisschen, oh, hast du jetzt den Staubsaugerroboter gar nicht angemacht? Na, da gab's wieder Streit, ne? Dann hat man sich ein bisschen kurz die Köpfe eingeschlagen, vielleicht mit einer rostigen Gabel ins Auge gestochen zum Beispiel. Gibt's ja immer so Dinge, die alltäglich da passieren. Aber sowieso diese ganze Staubthematik ist sowieso für mich ein ganzes großes Fragezeichen, muss ich ehrlich sagen. Was ist denn überhaupt Staub? Also überleg mal, das fliegt dann durch die Luft, das saugt sich irgendwie zusammen und dann liegt unterm Bett, liegt auf einmal so ein Kilo Wolle. Also was ist da, wo kommt das auf einmal her? Kann man das nicht nachhaltig auch nutzen und vielleicht in Kleidung einweben oder sowas? Muss doch eigentlich möglich sein. Ich weiß nicht mehr richtig, was das ist, weil wo kommt das her? Ist das, weil man die Fenster kippt und dann bauen da irgendwie kleine Vögel Nester draus oder so? Also irgendwas Natürliches? Oder kommt das, weil das irgendwie so die Fusseln zwischen den Zehen sind? Da sind ja manchmal von den Socken und sind ja manchmal so kleine Fusseln. Es fällt die ganze Zeit aus dem Bauchnabel raus. Der Bauchnabel das sammelt ist ja, sich dann. Genau, der sammelt sich und fällt dann raus. Das ist dann so magnetisch irgendwie so statisch aufgeladen, die sogenannten Bauchnabelfusseln, die BNFs. Und die sammeln sich meistens unterm Bett oder irgendwo hinter Gegenständen, so hinterm Sofa oder so, an so Ecken, weil die sind so bipolar, glaube ich, aufgeladen, also quasi so mit einer Kompassnadel irgendwie. Und dann zack, kleben die zusammen und die ganzen BNFs, die ballern alle aneinander. Und deswegen sind die auch so grau-blau staubfarbig. Blau-grau? Was hast du denn für einen Staub? Naja, also Staub ist ja, bei mir ist der blau-grau. Bei dir? Nicht blau-grau. Grau. Naja, also je nachdem. Wo hast du denn den Blauanteil her? Entschuldigung. Ja, aus dem Bauchnabel nehme ich mal an. Ich habe halt viele blaue Shirts. Bauchnabel, ja. Stimmt. Der Lauchnabel. Ach, sollen wir einfach mal nachfragen? Wir tappen im Dunkeln, fallen über die Wäsche parallel. Man müsste mal eine Medizinerin dazu fragen. Wirklich eine Biologin, eine promovierte Wissenschaftlerin. Wie gut, dass wir hier eine im Ensemble haben. Hausstaub. Manche Menschen haben eine Allergie dagegen. Die wenigsten wissen, was das genau ist. Und da gehören Basti und ich zu. Frau Dr. Farmaus, was hat es damit auf sich? Also erstmal würde ich gern sagen, dass Hausstaub bei der Bundeswehr NATO-Mäuse genannt wird. Das ist doch wieder maximal unseriös. Alles, was du jetzt sagst, kann ich und will ich auch nicht glauben, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir einfach peinlich und unangenehm. Warum bezahlen wir die Alte überhaupt? Anredo, was soll das? Ich werde hier nicht bezahlt. Doch. Mit Obdach und Reichweite. Das ist ein Ausbeutervertrag. Mit Obdach und Reichweite, Entschuldigung.
Sag doch mal deinen Instagram-Account. Wie viel kostet dein Outfit? Du kannst gerne mal deinen Instagram-Account gerne auch noch sagen. Ja, das wäre @MelinaBiancara. Könnt ihr mir auch mal folgen. Ja. Frau Dr. Med Farmaus, was ist jetzt genau Staub, insbesondere Hausstaub? Was ist das? Also Hausstaub setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Das können sowas sein wie Hautschuppen, Spinnenweben, Bakterien, Viren, Schimmelpilze, Weichmacher aus Teppichböden, Gesteinskörnchen, alles mögliche, Ruß, alle kleinen Partikel, die sich irgendwo aufhalten könnten. Hey, ich habe das aber anders gelernt. Eigentlich besteht das doch aus einer Menge Autos, die irgendwie stehen, oder nicht? Stau. Und was ist genau der Grund, dass das alles so klumpig zusammenkommt? Also ich kann das schon verstehen, in der Luft ist irgendein Bullshit drin, wir haben da verschiedene Partikel, wir haben Fusseln und so weiter. Aber Staub ist ja immer so eine Masse. Man hat ja da so richtige, ja, NATO-Mäuse quasi. Wie passiert das, dass die sich so anziehen? Sind das wieder irgendwelche Moleküle und so ein Quatsch? Ich glaube, das ist ein ganz einfacher Grund. Nämlich zu Hausstaub gehören auch sowas wie Spinnenweben und Haare. Und ekelhaft. Genau, und und in diesen Spinnenweben und Haaren, da setzt sich halt aller möglicher Kram drin fest und ja. Was ist denn genau Kram? Kurze Frage. Wie nennt man das bei der Bundeswehr? Sehr gute Frage. NATO-Kram? NATO-Kram, ja. Ja, das kann sein. Okay, und Frau Dr. Farmaus, was könnten Sie uns jetzt vielleicht für Tipps geben, wie man Staub minimieren kann, wie man ihn vielleicht sogar komplett aus der eigenen Bude raushält? Ist das denn was Gefährliches? Muss ich das denn raushalten oder reicht es, regelmäßig Staub zu wischen? Also eigentlich ist das erstmal nicht gefährlich, außer man hat eine Allergie. Die einzigsten gefährlichen Stoffe, die sich im Hausstaub aufhalten könnten, sind Schadstoffe wie Holzschutzmittel, Weichmacher, Flammschutzmittel, Biozide. Also es sind Chemikalien, die gegen irgendwelches Ungeziefer vorgehen. Und auch Schwermetalle können sich da aufhalten. Sonst ist dieser Hausstaub eigentlich nichts Schlimmes und ist eigentlich auch fast unmöglich, aus einer Wohnung zu halten, außer man hält wirklich alles steril. Nämlich eigentlich unsere Klamotten, alles verliert irgendwie Fasern, der Mensch verliert Hautschuppen und daraus sind ja auch Bestandteile des Hausstaubs. Ich habe eine kurze Frage. Ich finde das sehr, sehr interessant, wie du sagst, das ist überhaupt nicht gefährlich. Und auf einmal sagst du so, ja, das ist, da sind dann Weichmacher drin, Feuermittel, radioaktives Membranenzeug und alles Mögliche. Das klingt doch mega gefährlich. Entschuldigung. Können Sie das vielleicht näher erläutern, warum das nicht gefährlich ist? Das klingt nach einer wirklich riesigen Menge an Problemen, die sich da, Na gut, das sind nur kleinste Bestandteile, die wir auch sonst abbekommen würden. Deshalb. Also. Oh, das macht's auf jeden Fall besser. Frau Dr. Farmaus, was tun Sie, um den Staub fernzuhalten? Nix. Ich lasse den Roboter laufen. Den Roboter? Ja. Der NATO-Mäuse-Roboter? Genau. Vielen Dank. Ja. Gut. Ciao. Ciao. Tschüss. So. Arbeitslosigkeit incoming. Arbeitslosigkeit incoming. Was? Und ab morgen sitzt Frau Dr. Farmaus vor eurer Wohnung auf der Couch vorm Fliesentisch. Leider zu unqualifiziert. LG. Ich bin so unzufrieden mit dieser Frau. Können wir die so nicht langsam mal absägen? Also, was hat die denn jetzt für einen Vertrag? Ich weiß gar nichts von einem Vertrag. Ich habe jetzt letztens, guck mal, ich fange jetzt an, richtig unseriös zu werden so langsam, ne? Jetzt erst, Ich hab so einen richtig unseriösen Vertrag mit dir aufgesetzt per iPhone-Notizen-App. Da habe ich mir dann von ihr so... Wo sie mit dem Finger unterschreiben musste. Genau, die hat mit dem Finger drunter unterschrieben. Ich habe sehr, sehr viele orthografische Fehler da reingebaut, ungrammatikalisch, damit es vielleicht auf rechtlicher Ebene vielleicht so ein bisschen, damit wir ein paar Schlupflöcher haben, ne? Weil ich auch ein trickser Typ bin, ne? Ich bin ja auch Volljurist parallel. Und voll Idiot auch teilweise. Da war der erste Gag, hi. So. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir die da nicht irgendwie rausekeln können aus der ganzen Geschichte hier. Ich bin irgendwie nicht mehr überzeugt von ihr. Ich habe nicht die Fragen beantwortet bekommen, die ich wollte. Ja, aber wir hatten ja auch gar keine konkrete Frage. Ich möchte einfach nur diesen Staub aus meinem Leben verbannen, aber da hat sie jetzt auch keine Antwort. Das wäre auch ein Produkt für die Höhle der Löwen. Die geht ja morgen wieder los, die neue Staffel. Einfach so ein
wäre doch was für Ralf Dümmel, so der Anti-Staubmagnet. Man hängt irgendwie ans Fenster Alufolie oder sowas und dann wird der Staub ferngehalten. Oder der Staub fällt an diese, der wird an diese Alufolie drangezogen und dann kann man ihn einmal so in der Woche abstreifen. Das ist doch mal eine Erfindung. Mach doch mal was da draus, liebe Hörerinnen und Hörer und Jungentwicklerinnen. Das wäre mein. Ich finde das sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Aber Frau Dr. Farmaus hat ja auch gesagt, dass da auch Haare eine Rolle spielen. Und das ist auch ein Thema, das mich beschäftigt, nämlich Haare. Auch das könnte man hinterfragen. Was sind überhaupt Haare? Was soll das alles? Ich glaube, das haben wir schon mal getan. Aber über ein Phänomen haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das ist ein Phänomen, das mich zunehmend beschäftigt. Und wahrscheinlich auch viele Menschen mit langen Haaren. Insbesondere Frauen, Haare können wehtun. Welche Haare tun die denn weh? Wo sind wir denn? Kopfhaare können, es ist kein Scherz, also ich persönlich habe diese Beobachtung. Deine Haare tun weh. Haare tun weh. Pass auf. Wenn man zum Beispiel eine Kappe aufhat und die Haare irgendwie gestylt und nach hinten, die liegen dann und dann ziehst du die ab und willst sie irgendwie wieder gerade machen, dann tut das an der Wurzel weh. Da sind wahrscheinlich sogenannte Schmerzrezeptoren oder sowas vereinbart. Aber dann tun doch nicht deine Haare weh. Also Entschuldigung, du hast doch keine Nerven in den Haaren. Die Haare tun weh. Was weiß ich, wo das herkommt? In den Wurzeln, wo auch immer. Haare können wehtun. Wo sind wir denn jetzt hier im Mathematikunterricht, dass du irgendwas mit Wurzeln erzählst? André, du bist nicht mehr relatable in meinen Augen. Aber hast du das noch nie gehabt, dass deine Haare wehgetan haben? Du hast doch oft Kappen auf und so. Und dann werden die irgendwie nach hinten gedrückt. Kappen und wenn die da drei auf. Stunden, wenn Haare drei Stunden nach hinten. Ich 12 nicht mehr, Entschuldigung. Du sprichst nur noch man spricht in Quartalen, bitte. Schon seit Q1. Ich schwöre, nee, wenn mir jemand sagt, in der KW 56 ist das aber Deadline, ne? Dann wirklich, ich gucke dem wirklich mit dem fragendsten Blick aller Zeiten. Und du denkst so, was? Was willst du von mir? KW, red wat? Doch Deutsch, junger Mann. Raus mit die Viecher. So. Ja. Du hast es wirklich noch nie gehabt, dass Haare wehgetan haben? Ach doch. Ich hatte letztens ein ganz, ganz komisches Ding. Ich glaube, meine Nasenhaare haben wehgetan. Das war ein wirklich sehr, sehr irritierender Moment. Sehr irritierend, ja. Was machst du eigentlich mit deinen Popeln? Naja, also erstmal popel ich, insbesondere dann, wenn ich mich unbeobachtet fühle. Meistens mit dem Zeigefinger, manchmal aber auch mit dem Daumen, je nachdem, wenn du mal so ein richtiges Vierpfünder-Ding rausholen willst, dann geht das mit dem Daumen relativ gut. Also wegschnipsen, hattest du es auch schon mal, wenn du Popeln wegschnipsen willst, dass die nicht weggehen, dass die dann am Finger bleiben? Das ist ein Daily Problem, finde ich. Wenn du das zwischen zwei Fingern rumschnippst. Ja, genau. Und man versucht die ganze Zeit immer den Finger. Das Unangenehmste an dem ganzen Moment ist, wenn jemand dann auf einmal dazukommt und du den wegschnipsen willst oder möglichst schnell verbergen möchtest und dann geht das Ding nicht weg. Und es passiert jedes und dann Mal. Dann versucht man irgendwie so die Hand so, dann weiß man genau, der hängt mir noch gerade am Mittelfinger, aber ich knicke jetzt die Hand so weg und versuche die ganze Zeit so ein bisschen so wegzuschnipsen. Genau, als würde ich irgendwie im Takt irgendwas mitmachen. Ja, das ist schon ein riesiges Problem. Das ist schon ein riesiges Problem. Wird wieder von der Politik ignoriert. Wird wieder einfach in erster Linie von der Politik ignoriert. Die mit ihrer blöden Greta und so, das sind doch Probleme, die haben wir doch nicht. Mit ihrem Klima, tralala. Die sollen wirklich mal die Probleme bekämpfen, die wir Menschen wirklich tagtäglich haben. Deshalb möchte ich jetzt, wollte ich jetzt vor dem 1. September, also vorgestern eigentlich noch nach Brandenburg ziehen, um endlich jemanden zu wählen, der wirklich eine Alternative darstellt, nämlich Andreas. Einfach auch für Deutschland eine Alternative bietet, ne? Wie heißt der Nazi-Vorsitzende? Andreas Kieling oder sowas? Boah, weiß ich nicht. Ich vergesse immer seinen Nachnamen. Kieblitz, Kieling und der ist ja auch Kommissar Kugelblitz. Ich glaube, der mit seiner Vergangenheit, der kennt sich aus mit Popeln, weil der hat ja mit diesen ganzen Nasenbohrer-Nazis hing der ja die ganze Zeit rum in Griechenland im Jahre 2007. Ich finde es gut, dass so jemand einfach für eine angeblich demokratische Partei steht. Das ist für mich einfach ein Traum. Ja. So, apropos willkommen zur Politik. Das ist eine Folge von Rundfunk 17. Genau, wir reden eine Stunde lang über Politik. Aber wenn wir schon mal gerade bei Politik sind, wenn du schon mein Haare-Thema nicht annimmst, dann lass uns nochmal über CSU sprechen. Das wunderbare Video, das seit dem Wochenende im Internet ist, von der CSU. Die Antwort auf Rezo, könnte man fast sagen, indirekt. Die versuchen jetzt, einen YouTube-Channel aufzuziehen. Eine Ansprache für junge CSU-Wähler. CSU nennt man das Ganze. Sicher, dass die einen YouTube-Channel damit aufziehen? Ich glaube, das ist auf dem ursprünglichen YouTube-Kanal hochgeladen worden, Ja, aber worden, es ist wohl so eine regelmäßige Reihe. Also, ja, aber es ist ja trotzdem scheiße. Wer auch immer da der YouTube-Beauftragte ist, der soll mal bitte zu Basti Fantasti gehen. YouTube-Consultant. Der frisch
blondierte Moderator, der ja kündigt das so das an, als wäre ich. Das jetzt die erste Folge. Ey, ganz ehrlich, das ist das Peinlichste, was ich, glaube ich, seit Tagen gesehen habe. Und letzte Woche lief wieder die Familie Ritter bei Stern TV. Also das ist wirklich unfassbar, was die da gezeigt haben. Ich liebe es wirklich. Das ist einfach so dermaßen witzig. Vor allem auch diese, ich finde am besten sind die Zooms, die Zoom-Effekte, die so ein Hauch zu langsam sind, damit sie irgendwie wirken und dann diese Geräusche dazu. Hey, ich weiß gar nicht, wo man da anfängt. Gott. Abgesehen von diesem ganzen, von den stilistischen Sachen, inhaltlich ist das unglaublich. Also ich meine, klar, es ist Politik, die machen da Politik, aber auf was für einem Level? Also soll das ein Gag sein, wie er da anfängt mit irgendeinem Greta-Zeug, dann auch noch inhaltlich falsche Informationen da liefert. Ne, der hat ja wirklich irgendwie was erzählt, hat er denn gesagt? Dass hier... Naja, also er hat gesagt, dass die ganze Aktion von Greta eigentlich für'n Arsch ist, weil ja wieder Leute darüber fliegen müssen, die das Boot zurückbringen und bla 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 bla. Und insgesamt wäre es besser gewesen, wenn sie einfach geflogen wäre. Das war die Message daraus. Alter, ja. Was er aber komplett unterschlagen hat, ist halt, dass die ja auch die CO2-Bilanz irgendwie ausgleichen und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Dann hat er noch gemeint, die scheiß Grünen im Bundestag, die ja unbedingt so grün sein wollen, die haben die meisten Flüge. Die fliegen, ihre Dienstreisen, die sind nur am Fliegen. Die sollen mal anfangen, mit dem Boot rüber zu fahren. Sowas kam dann halt. Und dieser Moderator, unfassbar. Wie kann so jemand für die CSU stehen? Der teilt doch nicht die Werte. Das Philipp ist so ein Amthor. Hipper, ja, so einfach ungefähr fertig. So ein Philipp Amthor-Typ. Und du wirst ganz gut bezahlt, das muss man auch sagen. Da kommst du mit wahrscheinlich deinem, ist es das. Wahrscheinlich da einfach schon, die Seele verkauft an die CSU. Du hast da bestimmt, also da bist du ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich gehobener Dienst oder sowas. Und verdienst bestimmt so 4K brutto oder sowas. Schon ganz gut, ja, glaube ich. Ja, traumhaft. Nee, aber wirklich ein ganz, ganz, ganz schlechter Versuch, junge Menschen anzusprechen. Sie löschen da auch ganz, ganz viele Kommentare. Also sobald da was Kritisches kommt, 9 bis 14 Stunden später ist der Kommentar auch gelöscht. Aktuell auch, glaube ich, über 20.000 Daumen runter. Kommt nicht sehr gut an. Ja, vergebener Versuch, da ein bisschen aktiv zu werden im Internet. Ich find's verrückt, die haben doch gefühlt jeden Kommentar gelöscht, oder? Da sind nicht viele Kommentare. Und wenn du drüber scrollst und schnell bist, siehst du ein paar negative, aber ein paar Stunden später sind die dann wieder weg. Aber es kommen neue negative. Also da kommt der Social Media Manager nicht nach beim Löschen. Ich finde aber, ich möchte mal gern auf das Argument eingehen, was da kommt. Ne? Was dieses Greta Thunberg-Argument angeht. Hey, die hätte ja auch fliegen können, bababa, CO2-Bilanz, oh Mann, oh do. Da wird ja immer so versucht, eine Doppelmoral rauszufiltern aus dieser ganzen Geschichte, ja, die sowas von gar keinen Sinn ergibt. Das fuckt mich so dermaßen ab, wenn ich noch einmal irgendwie irgendjemanden in Kommentarspalte lese, auch zu Fridays for Future. Hey, die ganzen Kinder, aber mit dem Nike-T-Shirt und Smartphone. Ey, das Mann, ist ganz, sind ganz das schlimm. Heuchler. Und richtig penetrant ist ja auch dann diese Meta-Diskussion, die dann, wenn es irgendwie um so eine, die Greta-Meta-Diskussion, wenn es dann um ihre Schiffsreise beispielsweise geht, um ihren Segeltrip, dass dann viele schreiben, ja, das ist doch nur von den Eltern, von dem blöden Vater inszeniert, tolle Marketingmaschinerie und so, wo ich denke, Leute, darum geht es doch gerade überhaupt nicht. Das ist wieder klassischer Whataboutism und das geht mir wirklich einfach tierisch genau auf den das, Sack. Ja. Es ist Whataboutism. Also ich meine, du kannst da viele Sachen kritisieren und ja, die sieht komisch aus, weil sie Asperger hat. Ja, die sieht komisch aus und die redet komisch und die hat eine komische Art. Ja, fuck the law, Alter. Aber warum sind denn die Leute so angepisst davon, dass ein Mädchen einfach nur so ein bisschen versucht mit ihren... Egal wie du es drehst und wendest, selbst wenn da Leute noch danach fliegen müssen, irgendwie von ihr Mitarbeiter oder sonstiges... Ist doch völlig egal, weil es geht ja um Greta Thunberg und sie muss ein Exempel statuieren, indem sie generiert sagt, eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Genau, indem das sie tut sagt, sie ja auch. Ich segle jetzt von da nach da über den fucking Atlantik, was halt riesiger Aufwand ist, richtig krasses, richtig einfach krass ist. Und Leute sagen nur so, ja, die hat ja bestimmt noch ein Smartphone dabei und dafür werden Edelerze aus Südamerika geholt. Und ne? Die ganzen Fotografen mit ihren Dieselschiffen fahren daneben her und ihr Vater instrumentalisiert sie. Ja, die will doch nur den Friedensnobelpreis, die Kleine, diese Blöden. Und dann stiftet sie wieder alle an. Die soll mal wieder ihren scheiß Schulabschluss machen. Die soll mal wieder die Schulbank drücken, die Kleine. Klar, ich kann es doch auch scheiße finden, aber so unsachlich. Die sollten sich mal inhaltlich vielleicht damit auseinandersetzen. Es ist ja nicht nur unsachlich, es ist einfach dumm, das Argument. Also das Argument zu bringen, hey, die macht das und das nicht und oder genauso Fridays for Future Leute, die haben Smartphone und trotzdem demonstrieren die dagegen, babababa, da versteht man ja gar nicht, wo das Ziel dieser ganzen
Geschichte ist. Nämlich, es geht ja darum, die Politik dazu zu sensibilisieren, dass es Klimawandel gibt und dass man da etwas tun soll. Es geht ja gar nicht darum, dass man selbst unbedingt der 0% Klimabilanz hat. Das ist auch gar nicht mehr möglich in dieser Welt. In dieser Welt kannst du nicht CO2-neutral sein. Es geht nicht. Niemand kann das von uns. Das ist unfassbar. Aber trotzdem verlangen diese Leute was davon. Aber das sind halt einfach, ich sag's auch immer wieder, das sind einfach dumme Leute. Es gibt dumme Menschen und die bringen dumme Argumente. Und von diesen dummen Leuten sollte man sich versuchen zu distanzieren, um sich nicht aufzuregen. Diesen Leuten sollte man auch keine Plattform geben. Deshalb sollte AfD raus aus allen Talkshows und so weiter und so fort. Und Kommentare von irgendwelchen Rechten und Leuten, die sowas gebracht werden, bitte alle Social Media Manager, löscht den Bums, einfach nicht darstellen, fertig. So, schön, mir mag jeder, wie schon gesagt, mir kann jeder irgendwie Demokratiefeindlichkeit dabei vorwerfen. Ist es vielleicht auch im gewissen Sinne, aber ich wäre trotzdem voll dagegen, dass jegliche Art von solchen Kommentaren, jegliche Art von solcher Coverage. Lass uns das nochmal ganz kurz ein bisschen anschauen. Das ist ja gerade ein ganz spannendes Thema, indem wir einfach mal gucken, was denn Leute kommentieren. Ich bin bei Facebook, bin unter einem Artikel zu Greta. Wir haben hier den Top-Kommentar von Martina Radek. Greta, fahr endlich nach Hause und sei eine Jugendliche wie andere auch. Fang an, dein Leben zu genießen und es nach deinem Sinne zu leben. Was möchte sie damit sagen? Ich glaube, Greta genießt auch so ganz gut ihr Leben. Ist ja auch gerade total spannend. Also Entschuldigung, das ist ja wohl das spannendste Leben, was du führen kannst als Jugendliche. Greta Thunberg. Natürlich, die ist unfassbar busy wahrscheinlich und unfassbar stressed, aber die hat ja wohl ein unfassbar spannendes Leben. Also ich würde lieber mein jugendliches Ich hätte lieber mit dir getauscht, sage ich dir ehrlich. Was super interessant. Dann ein weiterer Kommentar von Martin Reichel zum Thema, dass sie jetzt Julian in New York ist. Da gibt es viel zu tun. Bleib besser da, Greta. Mhm. Dann haben wir Karin Schubert. Und da ist wieder das Vaterthema. Dafür hat sie und ihr Vater schon eine Menge Geld verdient. In Klammern, ihr Vater hat ja auch seine Arbeit aufgegeben. Wütend-Emoji, 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 Wütend-Emoji. Eieiei. Greta Keimenburg, kann ich mal ein Greta-freies Wochenende bekommen? Danke. Na gut, das kann man so ein bisschen verstehen. Es dominiert die Schlagzeilen. Und wenn ich hier irgendwelchen Boulevardportalen folge und die haben dieses Thema da, ja, Kotz-Emoji. Naja, gut, ist auch wieder nichts. Ja, nichts das Inhaltliches. Ist aber, dass das so präsent ist, ist halt wirklich, das kann ich verstehen, dass es das Leute nerven kann. Ne? Das ist das Einzige, wo ich wirklich sagen könnte, okay, das könnte eventuell Leute nerven. Aber sonst einfach gar nicht. Sonst kann ich das nicht nachvollziehen. Aber gut, es ist aber auch einfach sehr, sehr gut, dass das so viel Courage bekommt. Also es ist halt wirklich nichts Negatives, wenn man das faktisch oder wenn es versucht, möglichst objektiv zu betrachten, dann ist es sehr, sehr gut, dass das so viel Coverage bekommt. Der Greta-Hype wird in Deutschland ja auch nur von den Medien gemacht. Ach, wieder so ein Quatsch. Aber guck mal, ich habe letztens... Das ist die Lügenpresse. Die schreiben doch auch nur darüber, wo sie rüber schreiben wollen. Raus mir die Viecher. Letztens habe ich so einen Film gesehen bei WDR oder so, so einen Reportagefilm, und dann wurden Leute gefragt, so ganz normale Frauen auf Spielplätzen mit ihren Kindern, wurden dann gefragt, hey, sagt dir Fridays for Future etwas? Und da haben ernsthaft mehrere Leute geantwortet mit, nö, habe ich noch nie von gehört. Ja, eben. Und das aber glaube ich denen auch. Die haben das noch nie gehört. Ernsthaft? Du musst denen halt sagen, das sind diese scheiß Kinder, die freitags nicht in die Schule gehen. Was sagt ihr dazu, wenn die Kinder die Schule schwänzen, die faulen Säcke? Das musst du fragen. Dann hat jeder eine Meinung. Meinst du echt? Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Leute Fridays for Future Demonstrationen nicht kennen. Doch, da gibt's genug, die das nicht kennen. Natürlich gibt's das. Also ich glaube, irgendwie die Mehrheit hat schon mal gehört, dass Schüler freitags schwänzen die faulen Säcke. Aber das so zuzuordnen zu dem Begriff. Und dann gibt's halt einfach auch, ey, auf Spielplätzen sitzen einfach so scheiß junge Mütter, die den ganzen Tag nichts zu tun haben. Ja, und das stimmt schon. Die irgendwie sind ja, Köln 50667 gerade so gucken und da ganz gespannt sind, was da jetzt passiert, nachdem ein Hauptdarsteller nicht mehr da ist und so weiter. Also das sind da einfach Themen, die beschäftigen. Und gut, in den RTL 2 News laufen halt in der Regel auch eher Musikvideos. Also da kriegt man halt nicht richtig alles mit. Und das ist halt auch wieder diese Bubble-Geschichte. Das wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren immer wieder stärker, weil halt einfach jeder
personalisiert seine Nachrichten konsumiert. Und dementsprechend hat man einfach unfassbar diese eigene Bubble. Genauso wie wir halt auch hier unsere Bubble haben, wo vielleicht auch Menschen sagen, okay, das ist auch alles sehr speziell über die Themen, über die sprechen und die Ansichten, die sie haben. Genauso sind halt eben auch, wenn du rausgehst an ein paar Ecken, gibt es halt eben auch Menschen, die haben von einigen Sachen noch nie gehört. Dafür beschäftigen die sich gerade mit Sachen, die in unserer Lebensrealität gar keine Rolle spielen. Und das wird, glaube ich, noch immer in der Zukunft auch immer diversifizierter. Boah, das ist ein schweres Wort. Die gute Greta ist ein einziger Witz. Heulender Lach-Emoji. Ohne Witz, ich finde... Aber das ist doch auch, es ist doch auch so einfach, dieses Mädchen strange zu finden. Weil ich finde die auch strange, ganz ehrlich. Wenn ich die einfach nur sehe und einfach nur die Schlagzeilen und die Headlines lese und dieses Mädchen sieht auf den ersten Blick komisch aus. Es ist ein junges Mädchen, 16-jähriges Mädchen, das auf einmal eine Aufmerksamkeit hat, das ja auch, das große Sachen tut. Aber irgendwie sind es auch recht kleine Sachen, aber halt mit diesen kleinen Sachen auch große Schlagzeilen kreiert. Und dann denkst du erstmal als vielleicht erwachsener Mensch, der gerade irgendwie im Berufsleben steht, beide Beine im Leben, der denkt dann auch, was dieses Mädchen, was macht das? Warum schreiben alle über die? Dieses Mädchen geht mir auf den Sack. Ohne sich damit überhaupt zu beschäftigen, was denn diese Message ist. Ich kann das schon teilweise nachvollziehen. Wenn du dich nicht wirklich damit beschäftigen möchtest, keinen Bock hast, nachzuvollziehen, was denn ihre Message ist, was sie da tut und so weiter, dann ist das manchmal auch einfach nervig. Ja, aber guck mal, das ist aber dann mündet das ja wieder in ein ganz anderes Problem. Nämlich das Problem, dass Leute, die einfach keine also wirklich keine Ahnung von dem Thema haben, wieder viel zu viel Meinung haben und die viel zu ungehindert posten können. Aber genau das ist doch das Erfolgsmodell von Social Media. Jeder verkackte Loser, inklusive uns, kann dort seine dämliche Meinung sagen und andere dämliche Leute können das liken, können das upvoten quasi und dann wirkt es so, als ständ auf einmal eine riesige Community hinter dir, hinter dieser Meinung. Dabei sind das einfach ganz, ganz kleine Lämpchen, die nichts zu melden haben und genau das ist Social Media. Dumme Menschen ohne jegliche Qualifikation, die teilweise nicht mal inhaltlich, thematisch bezogen darauf antworten, sondern einfach nur eine Meinung haben, die sieht aber scheiße aus auf dem Bild oder dieses blöde Mädchen soll in die Schule gehen oder auch zu ganz anderen Themen. Ich meine, das ist halt Social Media, dass Menschen, die nichts zu melden haben, sich melden. Ich finde, ich habe gerade einen inneren Konflikt bei der ganzen Sache. Auf der einen Seite denke ich mir so, ja, du hast absolut recht, Leute, die nichts zu melden haben, melden etwas, ne? Und dann finde ich das auch schlecht, wenn ich mir das überlege und würde am liebsten sagen, okay, eigentlich ist es nicht so fair, wenn solche Leute halt so viel posten und eigentlich ist es nicht so gut, ist nicht gut für den demokratischen Diskurs, ist ein Grund, warum die AfD so stark ist, babababababa. Auf der anderen Seite... Es ist ja gerade der demokratische Diskurs, dass jeder was sagen kann. Genau, das denke ich nämlich auch. Auf der anderen Seite... Solange es noch nicht so krass beleidigend ist. Darf man sowas beschränken? Ja. Aber gut, wenn es halt so falsch ist und so... Aber es ist ja deine Meinung, dass es falsch ist. Ja, aber meine Meinung, ja auch immer nur Meinung. Das möchte ich ganz, ganz stark ausklammern. Dieses deine Meinung-Ding, das ist für mich ein ganz, ganz großes Nicht-Argument. Wenn man sagt, das ist meine Meinung. Meine Meinung, es gibt objektiv richtigere und objektiv falschere Meinungen. Das ist einfach so. Wenn du dir den aktuellen Forschungsstand oder sonstiges anguckst, das ist das meist objektivste, was es aktuell gibt. Und wenn du dieser Meinung bist, dann hast du die objektiv bessere, richtigere Meinung. Fertig. That's it. Moment, aber wenn wir jetzt einen Kommentar haben wie den von Martina Radek gerade, die einfach sagt, Greta, fahr endlich nach Hause und sei eine Jugendliche wie andere auch, fang an dein Leben zu genießen und es nach deinem Sinne zu leben, dann ist es deine Meinung zu sagen, Martina labert Bullshit. Das stimmt. Genau. Natürlich, und es sind ja in der Regel solche Kommentare. Da hat ja niemand wirklich Fakten, die das widerlegen. Das sind alles Kommentare, dieses Mädchen nervt mich. Also die soll mal gucken mit dem Flugzeug und hier mit ihren Plastikflaschen, aus denen sie trinken. Das sind ja alles nur so, ja, Gefühle, die da geäußert werden. Ja, das sind wieder irgendwelche argumentativen, komplexeren Strukturen. Wenn die sagen... Also natürlich, dieses, hey, leb doch mal bitte dein Leben, du bist eine Jugendliche, babababababa, das ist eine Meinung, okay, gut, das kann man irgendwo akzeptieren, ist okay. Ne, da kann jeder anders denken. Aber sobald es dahin geht zu sagen, oh, die benutzt eine Plastikflasche, deshalb ist sie eine Heuchlerin. So, da hast du sofort einen argumentativen Schluss, das ist ein komplexeres Argument als das davor. Und das suggeriert ja irgendwo einen Angriff auch, vor allem einen wirklich direkten Angriff auf einer... Basis von, hey, ich setze dir jetzt eine Doppelmoral vor, ich setze einen Fakt gegen dein Auftreten. Ja, genau. Und das ist ja schon falsch.
Das ist ja, ja schon als Argument falsch. Das ist als Meinung falsch. Und ich finde, man sollte nicht Meinungen immer so als, ich habe meine Meinung, also darf niemand etwas gegen mich tun. Ich sag meine Meinung. Ich finde, keine Ahnung. Meine Meinung. Theoretisch, das größte Verbrechen des 20. Jahrhunderts hat nicht stattgefunden. Das ist meine Meinung. So, und jetzt dürft ihr nichts mehr bei mir machen. Das ist doch Quatsch. Natürlich ist das Quatsch. Abgesehen aber es davon, ist ja dass einfach es so bequem ist, das zu tun, ja. Sebastian. Das ist ja so unfassbar bequem, wenn du einfach einen riesigen Bullshit schreibst und drunter schreibst, meine Meinung. Und wenn jemand sagt, naja gut, meine Meinung ist es nicht und eigentlich ist es sogar faktisch falsch, dann ist das Lügenpresse, dann ist das, du bist manipuliert, dann ist das, hier sind mal drei Links, die das Gegenteil beweisen und so. Also das ist wieder die Geschichte mit der Bubble. Man findet zu jedem Quatsch irgendwelche dummen, dubiosen Argumente, die jede vermeintliche Meinung irgendwie, als korrekt darstellen können. Und das ist das sehr große Problem unserer Gesellschaft, LG. Es ist halt wirklich ein riesiges Problem, weil ja, du wie das jetzt es lösen? Du kannst es ja nicht lösen. Ja, kannst du auch nicht. Es geht nicht. Du könntest höchstens raus mit die Viecher. So einfach, kannst du es lösen. Man könnte wirklich einfach sagen, raus mit die Viecher. Einfach raus mit die Viecher und dann haben wir auch gar es kein Problem mehr. Es droht hier gerade wieder der große Politik-Talk zu werden. Hast also du noch? Ich würde gern über was wir. Okay, komm, wir machen jetzt Themen-Battle und dann entscheiden wir, welches spannender ist. Okay, sag ja. Du erst mal deins. Eltern bei Instagram. Okay, ich habe 15-jährigen Alkohol gekauft. Okay, du hast gewonnen. Okay. Wie ist das passiert? Also, ich war im Rewe, auf einmal kam so eine blöde Asperger-Schlampe entgegengesegelt. Eieiei, Entschuldigung. Oh Gott, jetzt sind wir eben noch so. Also diese unqualifizierten Sachen, die Leute schreiben. Ich war bei Rewe, da kam mir eine Asperger-Schlampe entgegengesegelt. Okay. Wollen wir ganz kurz, es gibt, ganz kurz als kleinen Disclaimer, bei der ganzen Sache, es gibt auch Edeka, Lidl und Aldi. So. Und wir waren halt zusammen in unserem Supermarkt des Vertrauens. Und dann, es war Freitagabend, alle waren so ein bisschen, es war so ein bisschen Magic in der Luft. Es hat geflunkert und geflackert oder so, keine Ahnung. So. Ich kann einfach Bilder erzeugen. Das ist einfach eins meiner Talente. Hat geflunkert. Es hat geflunkert. Und wir standen halt dort an der Gemüstheke und ich wollte mir gerade so eine geile Avocado raussuchen. Hab dann vorne diesen Stift da abgemacht, um zu gucken, oh, ist die gut oder ist die schlecht? Die waren nicht was so gut. Stift? Ne? Darf man die abmachen im Laden? Ist das nicht schon ein... Oben dieses Ding da abmachen, kannst du reingucken, kannst sagen, okay, ist die gut oder nicht? Guck, hallo, jemand so. Zu Hause? Und auf einmal kamen dann so drei sehr interessant aussehende, keine Ahnung, 14-jährige Girls auf uns zu. Und die Frau Dr. Farmaus und ich, wir standen halt da so nebeneinander und die kamen dann zu uns. Und die dachten erstmal, ihr werdet so gleich alt wahrscheinlich. Hey, könnten sie uns Alkohol kaufen? Oh. Und ich hab mir so im Hinterkopf gedacht, okay gut, das lasse ich jetzt erstmal die Farmaus machen. Hab sie so angeguckt und sie so, hat so einen Moment gewartet und dann sagt sie, nein, das möchte ich nicht, nein, Entschuldigung. Lieber nicht. Und ich dann ist sie weggegangen, hat sich so umgedreht. Ich so, ja, natürlich kaufe ich euch Alkohol. Aber kann das nicht auch so ein Test vom BKA sein, dass es irgendwie so Kids gibt, die das testen sollen und du machst dich strafbar und dann kommst du ins Kittchen? Hast du daran nicht gedacht? Nee, habe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, dann nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal. Dann bin ich so zu denen gegangen. Ich meinte so, jo, komm, wir machen noch schnell den Einkauf hier fertig, dann kommen wir zu euch und ihr sagt ihr, was ihr haben wollt. So. Und dann gehe ich so, habe ich den Einkauf fertig gemacht, bin so in eine Gruppe von 10, 13-Jährigen geraten. Das war wirklich gruselig. Hattest du da gar kein schlechtes Gewissen, dass du Minderjährige zum Alkohol verführst? Freitagabend, Entschuldigung. Als Minderjähriger habe ich geballert. Aus Plastikflaschen, Entschuldigung. Pfui, Deivel. Und dann haben die so gesagt, okay, hier, wir hätten gerne Hugo und die beiden Weißweine hier. Und ich so... Okay. Entschuldigung, damit kommen die aber nicht weit. Gib mal her. Habe ich dir noch einen besseren Wein empfohlen, nämlich den Morio Muscat von Rewe, der ist ein Traum. Haben die den auch genommen und dann bin ich halt los zur Kasse gegangen und die haben mir so 20 Euro zugesteckt. Und ich habe wieder meine Chance gewittert, als wohlhabender Jungmillionär rüberzukommen. Und bin dann natürlich durch die Kasse gegangen, hab erstmal die 20 Euro genommen und hab dann den Bus bezahlt.
Und die sind auch parallel rausgegangen und wurden dann einfach von diesem Ladendetektiv beobachtet und wurden halt so festgehalten, als ob die was geklaut hätten, so, ne? Ah, okay. Und ich schon Panik, ne? Ich hatte wirklich in diesem Moment Panik, dachte mir, oh Gott, das war's. Ne, jetzt werde ich auch gefickt und dann komme ich ins Gefängnis für immer. Da muss ich mit Gerd Postel im Gefängnis rumhängen oder so. Es war wirklich. Und liebe Grüße aus Tübingen dalassen. Den ganzen Tag müsste ich liebe Grüße dalassen. Und dann Donald Trump, hey, es gibt eine wichtige Situation, bitte folgt mir wegen DL-Zwecks-DM. aus Tübingen. Es ist Gott sei Dank dann nicht so gekommen, dann sind die halt durchgegangen und dann meinte ich so, hey, dann Was hat der Ladendetektiv gemacht? Hat er die auch durchsucht? Der hat die durchsucht, ob die was geklaut haben, habe ich dann im Nachhinein erfahren. Und dann haben die, dann sind wir halt rausgegangen und dann meinten die so, hey, vielen Dank. Und ich so, hier, bitteschön. Und hier sind auch die 20 Euro, macht euch einen schönen Abend, ne, Kleines. Und dann habe ich so auf die Schulter leicht gehauen und bin so von dann gegangen. Unsittlich berührt. Unsittlich berührt noch. Nein, auf die Schulter habe ich nicht gehauen. Wert. Ist ja gut, in die Schulter habe ich nicht gehauen. Das war jetzt zu viel. Das war eine andere Körperstelle. Aber eine andere Körperstelle. Ich habe das Asperger-Gesicht angefasst, als sie vorbei gesegelt ist. Ey, Mann. Oh, du motivierst mich wieder zu singen. Das ist unfassbar. Unfassbar. Es ist nicht zu glauben, ja. Ja, meine Geschichte wäre gar nicht so spannend gewesen. Meine Eltern sind jetzt bei Instagram. Ich habe es ihnen eigentlich nicht empfohlen. Folgen die dir? Aber ja. Es war ein schwerer Prozess. Man merkt das ja schon. Das ist eigentlich, also langsam kippt dieses Eltern-Kinder-Verhältnis, während früher immer Kinder so bei den Eltern so gesagt haben, Mama, darf ich einen Fernseher in meinem Zimmer haben? Darf ich mir das kaufen? Erlaubst du mir, dass ich da schlafen kann? Kommen jetzt Eltern und sagen so, Andreo, sag mal, dieses Instagram, da höre ich so viel von, ich wollte das mir jetzt mal installieren, wie muss ich da irgendwo, also wie, ist das so wie Facebook, also worauf muss ich da achten, kannst du vielleicht mal mir helfen? Und ich so, erstmal so einen Moment ausatmen, ja, mein Problem. Also, das ist, glaube ich, jetzt nicht so spannend für euch. Also, das ist so. Okay, ich würde es gerne mit dir dialogisch machen. Ich würde es gerne mit dir. Hey Fabian, dein Vater und ich, der Moritz, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und du bist ja immer deinem Handy, wenn wir beim Essen sind und wir sagen ja auch immer, oh bitte leg dein Handy weg, aber du bist ja immer auf diesem Instagram und da wollten wir jetzt uns auch anmelden, weil wir wollen ja auch einfach mal sehen, was du da drüben in der Großstadt die ganze Zeit machst und dann könnten wir dir ein bisschen verfolgen, was du da tust und dann würden wir ein bisschen näher kommen, weil du rufst ja auch so selten an und deshalb würden wir dich fragen, wäre es für dich irgendwie so ein Problem? Könntest du uns das vielleicht installieren? Ja, so war es nicht. Weil ich habe auch gesagt, naja, okay, ihr wollt mich stalken, kann ich verstehen. Ich bin ja auch ein Weltstar, hochinteressant, spannendes Leben. Und meine Eltern beide so, ach nee, das ist gar nicht so. Man kann dir folgen. Genau. Man kann sehen, was. Genau, das interessiert euch gar nicht. Ja, also ich würde es euch persönlich jetzt nicht empfehlen, weil ich glaube, das gefällt euch sowieso nicht. Das ist eher so junge Leute und Stars und Pipapo und mit den Stories und so. Und also ihr postet ja auch, ihr seid ja auch nie so fotogen. Also das ist jetzt alles eher nicht unbedingt die Empfehlung des Internetstars. Ja, aber ach, ich würde einfach nur mal gucken. Kostet das was? Ist dann immer so eine Frage. Oh ja, es kostet. Abonnieren, da kostet man. Das kostet doch Geld, abonnieren. Kann ich das mit Facebook? Was muss ich hier? Muss ich hier meine Telefonnummer angeben? Okay, komm, ich mach das schnell. Ihr habt ja eh einen Facebook-Account. Das kann man recht schnell umwandeln. Hier, bitteschön. Umwandeln. Ach, okay, die dachten bestimmt, du bist der IT-Gott, als du umwandeln gesagt hast. Genau. Umwandeln. Nee, und dann so, hier, bitteschön. Ja, aber das ist ja jetzt alles leer. Ja, du musst jetzt Leuten folgen. Ja, aber wen gibt's denn da so? Also, wer, guck mal, hier kriegst du Vorschläge. Hier sind erstmal deine komischen Facebook-Freunde alle aus dem Dorf. Ach, die Jutta hat auch, Mensch, da, die und ist die Susanne. Die ist auch schon auf Instagram. Aha, guck mal, die haben ja hier 389 Abo. Meine Güte, was hab ich denn? Das ist ja klasse. Aber was heißt denn jetzt hier anfragen? Ja, du musst die anfragen, die haben ihr Profil geschützt und so weiter. Würde ich dir übrigens auch empfehlen, dein Profil geschützt zu machen. Ja, wie geht? Stell mir das mal alles ein. Ich würde auch hier den Namen rausnehmen, ich würde das Bild erstmal rausnehmen. Du willst wahrscheinlich eh nichts posten, willst eh nur stalken. Ja, okay, das ist ja. Ach, und hier die Barbara Schöneberger finde ich so toll. Wie findet die? Die ist ja super, wenn die ihre Witze macht. Ne? Die ist ja auch in ihrem Alter immer noch so schön. Und das Beste war einen Tag später, mein Vater erstmal, ich hab das gelöscht. Ich fand das scheiße.
Ich habe da ein bisschen geguckt. Wie redet denn dein Vater wie Arnold Schwarzenegger oder was? Die habe ich gelöscht. Nee, das war scheiße. Das war so geil, weil der hat da ein bisschen geguckt und hat eine Gitarre am Anfang so beide so begeistert und so, boah, cool. Es ist ja total spannend. Mein Vater hat schon direkt 3 Bilder gepostet und wirklich, ich glaube, es war sogar noch am selben Abend. Nee, das habe ich schon wieder gelöscht. Und ich so, was? Ja, das hat mir nicht gesagt, das ist auch Quatsch, sowas. Okay. Ja, und jetzt sind jetzt ist nur noch meine Mutter bei Instagram, aber ich weiß auch nicht, ob sie das verstanden hat, alles so, weil das Profil ist komplett leer und also ich interessiert mich auch nicht, aber ich finde das ist total spannend, weil genau so hat es damals angefangen mit wer kennt wen, da kamen auf einmal die Eltern, ja, das ja, war genauso bei StudiVZ beziehungsweise mein VZ oder sowas, auch Facebook und dann ist es gestorben. Wurde von den Eltern gekapert, Instagram, was kommt als nächstes, ich weiß es nicht, Vero, TikTok, ich glaub, Knuddels, ehrlich, CSU, ehrlich, das konsistenteste, sofern man das steigern kann, Social Network ist, glaube ich, Twitter. Also es ist schon so lange da. Das raffen die nicht, das wollen die gar nicht. Genau, das raffen die nicht. Das ist so ohne Bilder, das ist nicht so visuell und dann ist da jedes Mal der Retzo, der wieder irgendwie einen YouTube-Link reinschreibt und irgendwie die große Zerstörung macht und dann mit diesen Hashtags und so schnell und nee, und dann ist man so begrenzt und die ganzen Freunde sind da ja auch nicht und wo ist denn die Jutta, die hat das auch nicht. Die Jutta hat kein Twitter und was redet der Anredo da mit dem Trash-TV-Zeug? Da gibt's immer riesige Probleme und Gott sei Dank haben wir Twitter. Mal sehen, ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefragt, was das nächstes kommt, wenn Instagram stirbt und ich glaube, das stirbt. Ich glaube. Meinst du, Instagram ist schon auf dem Rippweg? Ist das schon, ist Instagram schon auf dem Segelweg nach New York? Nee, ich glaube, das ist gerade im Boom, aber ordentlich. Aber es ist wie bei der deutschen Wirtschaft. Alle beschwören gerade die Rezession hervor der deutschen Wirtschaft und ich glaube, das wird Instagram jetzt auch passieren. In den nächsten Jahren wird Instagram sterben. Weil meine Frage wäre jetzt als Internetstar aus der Perspektive, welches Netzwerk sollte ich jetzt belegen? Ich bin ja sehr großer Weltstar bei Twitter, das ist allerdings nicht so gut vermarktbar. Und ich sehe es immer wieder, wenn du auf so verschiedene Influencer-Portale gehst, die das irgendwie so bündeln, dann kannst du da immer deinen YouTube-Account, von mir aus noch Facebook und auf jeden Fall Instagram angeben. Twitter ist da völlig unterrepräsentiert. Und YouTube ist mir zu viel Arbeit, weil da muss man ja so Videos machen. Instagram wäre von der Arbeit her gut, aber der Zug ist auch abgefahren. Ich sag ganz ehrlich, mein nächster Plan ist einfach Twitch-Streamer. Twitch-Stream fertig. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wir können es sowieso eigentlich demnächst mal machen. Demnächst könnten wir eigentlich eine gute Twitch-Session. Ja, aber wir müssen ja auch mal überlegen, man muss es ja auch mit einem, also mit der großen Frage der finanziellen Profitgeschichte machen. Und pass Twitch auf, ist eigentlich finanziell am besten. Ich bin jetzt registriert bei einem Portal, wo man sich als Möchtegern-Influencer anmelden kann. Und da habe ich mich angemeldet mit meinem Instagram-Account, wo ich ja jetzt, weiß ich nicht, 4000 Abonnenten habe und mit meinem Twitter-Account. Aber bei Twitter gibt's da so gut wie nie Kampagnen. So, und jetzt wurde ich letzte Woche angefragt über meinen Instagram-Account. Ich bin jetzt großer Instagram-Webstar, Influencer könnte man fast sagen. Und zwar von der Firma, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, die machen so einen Keks, so einen ganz bekannten Keks. Oreo. Die haben jetzt hier in Köln so ein Festival, glaube ich jetzt irgendwann im September, das große Doppelkeks-Festival. Und jetzt halte ich fest, ich wurde angefragt, ein Foto im Feed zu posten und 3 Stories. Und diese Anfrage, was sollte ich kriegen, wie viel Geld, was schätzt du? Ich schätze 150 Euro. 0 Euro. Das ist kein Scherz. Wurde ich angefragt mit 0 Euro. Habe ich gesagt, das ist aber nett. Das finde ich aber super. So kann ich meine Rechnungen bezahlen. Sehr schön. Ja, ich liebe diesen Doppelkeks. Das mache ich sehr gerne für 0 Euro. Das war natürlich so unverschämt, dass ich direkt ein Gegenangebot geschickt habe. Bisher noch keine Antwort darauf. Ich hab's einfach mal wie so. Wie viel war dein Gegenangebot? 1500 Euro, völlig übertrieben, aber ich habe gedacht, weil das ist so in diesem Tool, das ist so ein Programm irgendwie, also so eine Webseite, so ein Dienstleister, der zwischen Influencern und Kunden vermittelt und dieses Gegenangebot, da wurde mir angezeigt, so Disclaimer, Achtung, das ist rechtlich verpflichtend, wenn dieses Angebot angenommen wird, dann musst du das machen und so weiter und das ist irgendwann unter der Woche an irgendeinem Mittwoch oder sowas, wo ich eigentlich keine Zeit habe, habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt wirklich machen sollte, dann nur für extrem viel Geld. Die werden es wahrscheinlich eh ablehnen. Aber ich finde das so, ich finde diese ganze Influencer-Geschichte, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, wir sind ja beide so ein bisschen auch Teil, also nicht, weil wir Weltstars und Influencer sind, sondern
Weil sich das mittlerweile so ergibt, das muss man ja auch sagen. Weil wir das auch beruflich machen für die andere Seite. Also wir sind selbst auch damit beschäftigt, mit Influencern zu kooperieren für Marken und so weiter. Und da bin ich aktuell auch wieder für mehrere Kampagnen unterwegs. Und es ist unfassbar, was das manchmal für eine Branche ist. Weil natürlich, alle sind authentisch, alle lieben ja, die Marken, die mit denen sie kooperieren. Authentisch. Unseriös. Autistisch sind die teilweise auch auf dem Schiff unterwegs. Und das ganz, ganz große Problem ist Influencer Fraud, falls ihr das schon mal gehört habt. Das heißt, kannst natürlich du das erklären? Fake-Influencer. Genau, also es sind natürlich Fake-Influencer, das sind unlautere Mittel, das sind gekaufte Likes und ja, letztlich Methoden, um Follower und Interaktionsraten und alle Werte so ein bisschen zu manipulieren, damit sie besser ansteigen und für Kunden größer aussehen. Das heißt, es gibt natürlich eine nicht kleine Anzahl an Menschen, die genau wissen, die meisten Kunden, also kleine und mittelständische Unternehmen, denen kannst du den größten Quatsch verkaufen, wenn du viele Follower hast. Ja, vor allem, die haben auch den ersten Blick, wirkt das immer total gut, wenn du sagst, hey, der hat 300.000 Follower. Hey, cool, dann habe ich hier jemanden, der ist voll, der vielleicht sogar noch einen blauen Haken, der ist irgendwie bekannt und der hat auch auf seine Fotos vielleicht sogar ein paar Likes. Gehst du ins Detail, schaust dir das mal an. Das ist ja mittlerweile, also da wird ja getrickst sehr, sehr ohne Ende. Und mittlerweile gibt es Methoden, wie man gut tricksen kann und es gibt billige Tricksmethoden. Und selbst wenn du mit billigen Methoden trickst, fällt das der Minderheit auf. Das ist wirklich unfassbar. Ich kriege ständig, ich kooperiere mit anderen, auch mit Agenturen und so, die auch wirklich deren Job es ist, mir passende Influencer rauszusuchen. Und es ist nicht selten, dass Influencer vorgeschlagen werden, die eindeutig Fake-Follower haben, zu einem ganz, ganz großen Anteil. Da sieht man, woher kommen die Follower. Du siehst, die kommen zu 10% aus Deutschland. Das ist eine deutsche Person, die lebt nur in Deutschland, die macht vielleicht so ein bisschen Travel, tralala. 10% Deutschland, ja. 12% Indien, Brasilien und so weiter. Ey, ganz ehrlich, und dafür bezahle ich dann Geld, dafür, dass potenziell überhaupt Euro nur 10% Tagessatz, meine Message verstehen. Und es ist ja auch ganz, es ist ja der größte Bullshit, dass du Menschen nach ihrer Followergröße bezahlst. Das ist vielleicht schon Quatsch. Ein bisschen Nerd-Talk, aber das passiert die ganze Zeit. Naja, gut. Ständig kalkuliert man mit Preisen, wo man sagt, naja, okay, der hat so viele, wir summieren das und sagen, hey, in dieser Kampagne hast du 1 Million Follower quasi, dafür bezahlst du eine riesige Summe Geld. Und letztlich, da keiner weiß, wie oft das Ding gesehen wurde. Also man redet ja dann von Impressions, das heißt, wie oft wurde dieses Bild überhaupt gesehen von den Followern, wie oft wurde das Video in der Story gesehen. Das ist letztlich die Währung, auf der man kalkulieren nicht muss, das, aber die wenigsten also Leute halt hinterfragen das. Du musst halt, also das Wichtigste eigentlich ist halt wirklich genau das, was du sagst, die Engagement Rate. Das ist das große Problem, aber das machen aber auch alle. Das große, die kannst du ja sehr gut faken. Ich hab das Gefühl, dass selbst große Firmen in der Regel auch einfach nur auf diese Followerzahl gehen und auf die theoretisch größte Reichweite. Was aber so ein Quatsch ist, also zum Beispiel, es gibt ja so viele Influencer, die sind vielleicht auch schon länger im Game, die haben sich jetzt eine große Followerzahl angesammelt, aber die haben eine Engagement Rate, wo du sagst, da kriegen wir mit unseren kleinen Accounts, kriegen wir mehr Impressions raus, als die mit, keine Ahnung, 200.000, einfach weil die einfach nicht mehr relevant sind. Sie sind einfach nicht mehr relevant und dann siehst du halt diese Zahl, diese, keine Ahnung, 200.000 Abonnenten und sagst, ja komm, dann hier kriegst du die Kohle. Aber dass vielleicht die Bilder nur 1.000 Leute sehen, das ist völlig irrelevant dann. Ja, und selbst so wenn vermeintlich da was abgeht, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass sich Leute halt Likes entweder kaufen oder über irgendwelche Dienste sich hin und her schieben und so. Da gibt's ja viele Mittel und Wege. Das heißt, selbst die Interaktionsrate ist ja auch nur eine Kennzahl, die man mit Vorsicht genießen muss. Weil wenn das Bild dann da 10.000 Likes hat, heißt das ja nicht, dass wirklich 10.000 qualitativ hochwertige Menschen aus Deutschland, die Marke auch gecheckt haben, das Ganze verstehen. Und dann hast du wieder mal, was ich immer richtig dreist finde, ist, wenn letztlich die Marke, die dafür Geld bezahlt, dafür, dass dieses Foto oder was auch immer gepostet wird, überhaupt nicht richtig ersichtlich ist. Also wenn das, ich meine, klar, man hat hin und wieder mal so Produkte, die man auch in die Kamera halten kann, die man irgendwie integrieren kann, hier Gutscheincode und so weiter. Aber da gibt es ja auch Marken, die da nur ganz klein auftreten oder irgendwo in der Beschreibung sind, die sich dann so verstecken so. Dann schreibt man da 1.000 Sätze und dann ist das hinter dem Punkt, Punkt, Punkt. Mehr Anzeigen ist dann versteckt und vielen Dank an die Firma Doppelkeks, der schmeckt aber lecker. Hashtag Werbung, wenn überhaupt. Unfassbar. Also da wird extrem viel Quatsch mit betrieben. Es ist eine ganz, ganz komische Bubble. Ja, es gibt auch Leute, die das wirklich krass und gut machen und auch richtig. Das ist aber, das ist meine Erfahrung, die Minderheit. Ich finde auch mittlerweile kann man auch,
das, was ich super interessant finde, ist, das hat sich ja mittlerweile voll gewandelt. Vorher war es ja so vor ein paar Jahren noch, okay, der macht Werbung oder die macht Werbung, das ist super scheiße für die User. Mittlerweile ist es ja super positiv, wenn die Leute transparent mit der Werbung umgehen. Und immer noch viele Unternehmen sagen immer noch solche Sachen wie, ja, können wir das möglichst transparent machen und möglichst, dass man es nicht sieht, so, dass es Werbung ist, sondern eher, ne, genau, sowas. Fragen die dann an. Das finde ich halt so asozial. Und aber was ich auch super interessant finde, ist, was da mit was man für Beträgen jongliert. Also ich habe zum Beispiel einen Freund und der hat halt mal so eine Kampagne angenommen für seinen Account. Da hat er so eine Marke ihn angefragt, auf die er gar nicht so viel Lust hatte. Und diese Marke hat ihm dann halt ein Angebot geschickt. Und dann hat er gesagt, okay, gut. Die haben halt gefragt, hey, wie viel nimmst du? Babababa. Und dann hat er halt so einen horrenden Preis genommen von 1.000 Euro für 1.000 Klicks. Und je was, nachdem. Was heißt Klicks? Was war das für eine Plattform, um die es ging? Es ging um YouTube. Und 1.000 Klicks heißt Views auf das Video? Views oder? Auf das Video, ja. 1.000. 1.000. Also für jeder 1000? Klick 1 Euro. Das heißt 1.000 Euro TKP. Ja. 1.000 Euro TKP. Das ist genau mein Preis. Und ich werde jetzt auch ein bisschen teurer. Automarken, Autohersteller oder Pharmaunternehmen, ne? Oder Finanzsachen. Das sind ja alles so Sachen, da steckt eine Menge Geld drin in Europa. Und solche Leute zahlen halt den Bums, ne? Das musst du dir halt mal geben. Das ist ja unfassbar. Das ist das Krasseste, was ich jemals. Euro für 1000 Klicks, das ist das Krasseste, was ich jemals gehört habe. Jemals. Und wie ich habe schon echt krasse Views hatte er dann am Ende? Ach, keine Ahnung mehr. Ich glaube, aber nicht mehr als 50, 60.000. Ja, gut. Ist aber auch dann sehr lukrativ gewesen. Also ja. Unfassbar lukrativ. Also kannst ja nichts sagen. Das ist krass. Stell dir mal vor, du hast so viel Geld. Auf einmal durch sowas. Also das ist schon crazy. Also diese ganze, das ist ja auch das Klügste eigentlich, was man heutzutage als Influencer machen kann. Eigentlich genau das Gegenteil von uns. Nämlich einfach melken, 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 bis die Euter kaputt sind. Erstens mal melken ohne Ende. Das ist auch so eine Sache, ne? Jede Chance nutzen, möglichst proaktiv auch Leute anschreiben. Aber immer auch sagen, hey, also mir ist Authentizität sehr wichtig und das muss genau. Schon auch, die Marke muss zu mir passen, ich muss dahinter stehen, da muss einfach der sogenannte Zielgruppenfit da sein. Und vor allem, man muss sich eine Sache ganz, ganz bewusst werden. Dass der größte Trend, den es aktuell im Influencer-Marketing gibt, sind eigentlich so Mikro-Influencer, die eine ganz, 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 ganz spezifische Nische haben. Und da zu werben. So. Und wenn man da werben kann, wenn man da eine ganz, ganz interessante kleine Nische gefunden hat, die für ein paar Unternehmen sehr interessant ist, dann, oder zum Beispiel, du testest Heizungsboiler. Ja, das ist genau meine Zielgruppe. Genau. Und dann kommt ein Heizungsunternehmen und sagt, bababa, komm auf. Dann kannst du da viel, viel mehr Geld rausholen. Und eigentlich sogar richtig am, natürlich, wenn du jetzt Millionen Reichweite hast, ne, dann kassierst du des Todes. Aber so, wenn du in den mittelgroßen, mittelgroße Influencer-Geschichten bist, so, da ist es einfach das Klügste, was du machen kannst, dir eine krasse Nische zu suchen. Und ja, was lernen wir draus? Wir testen ab sofort alle Heizungsboiler, Leute. Da liegt das Geld. Aber es liegt auch Geld woanders, lieber Sebastian. Wo liegt denn Geld? Überall liegt letztlich Geld herum. Und ich weiß, wo kein Geld liegt, nämlich beim Friseur. Es ist wieder eine wunderbare Friseurgeschichte, denn die Friseure verdienen ja schlecht. Wir wissen das ja, das sind ja einfach auch nur sogenannte Scherenmenschen, die einfach auch nicht mehr verdient haben. Klack, klack. Die sollen bitte ihre 7,50 Euro bekommen in der Stunde, wenn es gut läuft. Und dafür möglichst viele Köpfe verunstalten und auch den Salon bitte fegen. Es gibt aber ja auch Friseure, die das ein bisschen teurer machen. Und Rundfunk 17 ist ja neben dem besten Spiele- und Freizeitpark und so weiter. Der beste Friseur Deutschlands. Der beste Friseur Deutschlands. Wir reden oft über so Friseursituationen, weil der Friseur, das haben wir schon mehrfach gesagt, ist unser einziger Hautkontakt im Leben mit anderen Menschen. Wir versuchen ja ganz oft, das zu vermeiden, dass man von insbesondere ich lebe von mit fremden Frau Dr. Menschen Farmaus angefasst zusammen wird. Und ich unterschreibe alles, was du sagst. Ja. Nein, aber es ist ja so,
es gibt ja so viele Menschen, die auch sagen, hier, und dann mache ich Massage und Pediküre, Maniküre und dann mache ich hier noch Aquajogging mit den Mädels und so weiter. Und ich bin ja ständig um andere Menschen rum und ich lasse mich gerne anfassen und so weiter. Was? Und beim Friseur ist es ja so, da wirst du ja gezwungen. Jeder Mensch, der normalerweise zum Friseur muss, was eigentlich fast jeder in unserer westlichen Welt muss, der nicht gerade irgendwie auf dem Atlantik rumschippert, der muss ja eigentlich früher oder später sich mal die sehr, sehr schmerzhaften und oft wehtuenden Haare kürzen lassen. Und ich möchte über eine Sache reden, über die wir noch nicht gesprochen haben. Gehst du denn, wenn du zum sogenannten Hairdresser gehst, nutzt du da die Möglichkeit, die Matte auch zu waschen? Ja oder nein? Ja, nutze ich. Finde ich geil. Ja. Ich finde das prinzipiell auch gut, versuche es aber auch aus Kostengründen und aus Zeiteffizienzgründen zu vermeiden und neuerdings auch aufgrund eines anderen Problems. Denn es ist immer so, man wird in dieses Becken sieht ja schon aus, als wäre das mal früher ein Waschbecken gewesen, wo aber irgendwie eine riesige Ecke rausgebrochen wurde. Ich finde, das sieht aus, als ob da regelmäßig ein Kind drin geboren wird. Ich finde, das sieht aus wie ein Kind. Es kommt aus dem Kreissaal direkt, das Becken. Ohne Witz, so ein Kind-Gebärungsmaschine. So sieht das für mich aus. Als ob da eine das letzte KGM. Mal vor zwei Stunden in der KW 15 noch ein, so ein ekelhaft schmieriger Q2. Käseleib mit diesen Käsefäden am Körper drin lag und so rot ekelhaft pulsierend aussieht. Und das liegt da drin. Das ploppt dann da so rein. Fällt das so raus. Dieses Becken sieht immer so komisch aus. Und es ist immer so, dann wird man vom Friseur oder der frisierenden Person, wird man da mit Hals in diese Mulde reingepfeffert. Aber wirklich und reingepfeffert. Man fühlt sich an, als steht gleich die Querschnittslähmung aus. Und dann wird dieses, dann kommt immer dieser Wasserstrahl, dann ist immer so, dann halten die so ganz lang ihre Hand drunter nach dem Motto so, I care about you. So, hey, ich gucke jetzt, ob die Temperatur passt. Und dann kriegst du diesen Strahl, diesen Schwall in die Haare gepfeffert. Und dann immer so, ist angenehm. Und man immer so, Ja, so, Und es ist nie geil. Es ist immer ganz komisch. Und dann kraulen die dir den Kopf so unangenehm. Ich denk doch, Mädchen, wasch mir doch einfach die Haare. Hör doch jetzt hier auf, mit deinen French Nails da noch so reinzugehen und mir an der Wurzel da rumzuspielen. Mach doch bitte einfach deinen Job. Und man liegt in diesem Becken. Ich finde, das sieht auch ganz entwürdigend aus, weil der Kopf so überstreckt ist hinten. Ja, dann ja, du ich hängst Angst, so voll nach dass hinten. Am Hals irgendwas passiert. Das ist wirklich, ich fühle mich da wirklich wie, ich weiß es nicht, ganz, ganz, ganz unwohl. Und danach rubbeln die dir mit diesem Handtuch dann da rum. Aber also auch wirklich, ganz, die ganz rubbeln, liebevoll. Ja. Die rubbeln aber ganz liebevoll, finde ich. Aber da wird gerubbelt. Die haben auch, glaube ich, Rubbelwissenschaften studiert, weil das ist auch eine Technik. Man versucht sich auch im Friseur immer wieder so Sachen anzugucken oder abzugucken, ne? Auch wie die das dann stylen, wie die das föhnen, was die für Produkte nehmen. Und so gucke ich mir eigentlich auch die Rubbeltechnik ab. Ich konnte es noch nicht adaptieren auf mich, aber vielleicht haben die auch so spezielle Handtücher, weil dann kriegst du dieses Handtuch und dann wird gerieben und gedreht. Und dann kriegst du das irgendwie oben reingeflochten. Und dann fangen die auf einmal an mit der Scissor-Technik. Und ja, danach wird noch geföhnt, wenn es gut läuft. Aber diese Sache mit dem Waschen, ganz gefährlich. Ich finde das auch falsch, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, Friseure sind für mich sowieso unter anderem einer der unseriösen Berufe, die es überhaupt gibt. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn jemand in meinen Haaren rumfummelt. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das sieht ja auch immer scheiße aus erstmal. Man muss ja immer erstmal, wenn man aus dem Laden rauskommt, ich gehe dann immer so ganz selbstbewusst raus. Es ist immer gute 2 Zentimeter zu kurz, sage ich ehrlich. Es ist zu kurz und man schaut sich ja auch im Laden selbst nicht mehr so genau an. Dann wird das alles geschnitten, dann kriegst du, wenn es gut läuft, auch einen Spiegel hinten in den Nacken gepfeffert und dann musst du irgendwie sagen, toll, super, genau so. Kann man nicht einfach auch sagen, nee, es gefällt mir nicht, ich möchte das nicht bezahlen? Sorry, aber es hat mir echt nicht gefallen. Ey, das würde ich mich niemals trauen. Entschuldigung, aber es sieht ja lächerlich aus. Entschuldigung, das sieht ja lächerlich aus. Und außerdem ist die Frisur auch scheiße. Pfeffern Sie mir nochmal das Becken bitte in den Nacken. Das geht ja gar nicht mehr. Ja, aber meistens ist es dann zu spät. Und dann geht man raus und geht erstmal so ganz selbstbewusst, so direkt, so ganz straight weg. Aber wartet nur, bis man irgendwo ein Schaufenster hat oder irgendwas, wo man erstmal in Ruhe sich das alles angucken kann. Und man denkt, ach du Scheiße, überall liegen so kleine Härchen auf meinem Kopf rum. Und erstmal so, das ist ja auch ganz schlimm. Man kann dann nichts mehr unternehmen. Du kannst ja dann nicht sagen, ich gehe zum Friseur und danach gehe ich feiern, arbeiten, was auch immer. Weil du hast ja überall diese kleinen Härchen. Und vor allem denken, siehst du einfach aus wie ein Idiot. Und deine Frisur ist scheiße. Das ist erstmal so gedätscht. Genau. Ich fühle mich da immer ganz unwohl, ja. Das sind auch so, dass Friseure und Friseurinnen sind auch so Untermenschen ganz oft, die auch ganz komisch. Untermenschen. Sehr interessanter Begriff, den du benutzt. Die sprechen, die, kennst du Menschen, die, wenn sie Handynummern vorlesen, die so komisch, so statt 0172, 0172, weißt du, dann immer so Cäsar, ganz komisch die Zahlen so. Alpha. Die Zahlen so zusammenfassen. Peter, Werner. Ruf doch mal den Peter an, 972 36 4 923 12.
Und ich denke immer so, was, red doch bitte ganz normal. 0172 heißt das und nicht 0172. Hast du gerade deine, Menschen hast du eigentlich gerade deine eigene Telefonnummer gedroppt? Können mal Leute bitte schreiben an diese Telefonnummer? Weißt du, was ich machen möchte? Bitte löschen Sie meine Nummer. Pass mal jetzt auf. Reicht es, pass Susanne. Auf. Für nächste Folge würde ich das sehr, sehr gerne mal machen. Mit Ankündigung jetzt. Wir müssen uns beide, das war ja so ein Trend vor ein paar Wochen, diesen Number-Neighbor sich rauszusuchen. Number-Neighbor? Was? Dass du an deiner eigenen Telefonnummer... Wenn man bei der Thailänderin klingelst oder was? Die letzte Zahl changest du so von, weiß ich nicht. Die letzten zwei dreht man oder was? Nee, du nimmst das eine höher oder so. Dann ist am Ende eine 3 und dann setzt du halt eine 4 hin bei deiner eigenen Nummer. So, nur und die allerletzte Ziffer, 1 höher setzen. Genau. Was ist, wenn die letzte Ziffer eine 9 ist, wieder eine 0 oder was? Eine 0, ja. Zum Beispiel. Und ich glaube, so funktioniert das, aber ich bin mich ganz sicher. Und dann schreibst dann du dieser Person. Dann ruft man an und sagt, hallo, dann schreibst hallo, du Susanne. Dieser Person und sagst, hey. Und so. Und dann guck mal, was so, was so das Gespräch ergibt. Ich wäre ganz, ganz sehr dafür, für nächste Woche, hey, dass wir machen. Hey, was hast du an? Genau sowas. Und dass man so einen schönen Dialog führt und dann gucken wir mal, was passiert so, was ist das Ergebnis, wer hat die unangenehme. Trend habe ich noch nie gehört. Was ist das Number Neighbor? Was ist das Number Neighbor? Instagram? Kann ich dir da voll. Kostet das Geld? Kostet Number Neighbor Geld? Kannst du mir das Number Neighbor mal installieren? Das ist doch so spannend gerade. Ich höre überall Number Neighbor. Kennst du diese Face-App? Ja. Das kennst sieht du man Gangnam alt Style? Wir sind ja wieder richtig aktuell hier. Boah, Bubble Tea hat ja wieder so eine Renaissance, nicht, aber so eine, doch Renaissance, sagt man das so? Keine ja. Ahnung. Antike. Die Antike, genau. Und dort geht's ja jetzt wieder richtig ab im Bubble Tea Geschäft. Und ich hätte irgendwie Bock auf ein Bubble Tea. Ja, gönn dir. Ich habe, glaube ich, einen einzigen in meinem Leben getrunken. Ich in diesem Jahr ist das immer so 2000, was war das? 14 vielleicht? 15, wenn nee, überhaupt. Ich glaube früher, das oder? War ein Sommer, glaube ich. Oh, ich hätte voll Bock auf Bubble Tea. Mit diesen ekligen Bubbles. Bubble, mit diesen Pickeldingern, die dann so geplatzt sind. Ja, da sind sogenannte Pickel drin. Toll. Hey Leute, hört mir mal bitte ganz kurz zu. Wichtige Durchsage von Rundfunk 17. Passt mal auf. Ganz, 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 ganz wichtig. Jetzt, bevor wir uns langsam dem Ende nähern und ihr eure Aufmerksamkeit irgendwie völlig ad acta werft auf dem Segelschiff mit Asperger, müsst ihr Folgendes tun. Ich brauche für meine Bachelorarbeit, die ich jetzt demnächst schreibe, brauche ich 6 Leute von euch. 6 Rundfunk 17 Zuhörende. 6 Leute. Ich brauche, was schreibst du für eine Arbeit? Sex mit Leuten. Und diese 6 Leute, mit denen möchte ich mich privat in ein sogenanntes Skype-Gespräch Bordell setzen. Ach so. Und ich würde gern ein paar Fragen euch stellen und ein paar Sachen vorspielen. Und ihr müsst mir Fragen beantworten. Die werden dann protokolliert. Und die sind wichtig für meine Bachelorarbeit. Ihr werdet dann ganz, ganz exklusiv wissen, was dann passiert, was diese Bachelorarbeit wird und was die mit Rundfunk 17 zu tun hat. Und ich muss euch halt im Gegenzug dazu Fragen stellen. Und je nachdem, ich weiß nicht, doch, das wird free in Rundfunk 17 veröffentlicht, denke ich. Aber ihr kriegt es dann trotzdem vielleicht früher. Mhm. Hauptsache, ihr seid dabei. Ja. Das ist ja super, das klingt ja gar nicht dubios. Meldet euch, 172 36 14 39 18 721. Schreibt mir per DM oder schreibt mich auf Twitter oder Instagram an, falls ihr Lust darauf habt. Dann würde ich einen Termin damit klar machen. Und dann können wir uns kurz in Skype setzen. Ich stelle euch ein paar Fragen, es dauert keine Ahnung, eine Stunde oder sowas. Dauert nicht lang. Mhm. Ihr könnt exklusiv mit eurem Idol reden und ich bin auch dabei. Alter, richtig. Und ich fände es sehr, sehr schön, wenn ihr euch bei mir melden könnte. Dankeschön. Das war gerade sehr, sehr unangenehm. Jetzt wird das schon komplett instrumentalisiert hier für so halb private Zwecke. Eieiei. Wie halb privat? Bachelorarbeit wird in Rundfunk 17 integriert, mein Lieber. Ich bin selber ganz gespannt. Du hast mir selbst noch gar nicht verraten. Du hast immer so ein bisschen angedeutet, ja, ich bin so, also mit dem Podcast spielt da eine Rolle, aber irgendwie auch nicht. Ich bin so ein bisschen Secret. Der Secret Service, ja. Sebastian Mast ist ja ein sogenannter Veganer, wie man es korrekt ausspricht. Ich habe eine Beobachtung gemacht. Ich fahre ja sehr oft Zug und ich habe 2 Beobachtungen gemacht im Zug. Zum einen im sogenannten Intercity Express, kurz ICE, der Deutschen Bahn AG, GmbH, EV und Co. KG. Und ich setze mich immer in den sogenannten Quiet Area Zone Bereich, in die sogenannte Ruhezone, reserviere mir dort ein stilles Plätzchen und schaue mir das Treiben an. Ich mache das eigentlich ins Abteil. Ich mache das eigentlich immer nur, um mich aufzuregen, welche Geräusche dieses Mal mir auf den Sack gehen, weil ich einfach ein Allmann bin. Und ich hinterfrage das stark, warum alleinerziehende Mütter, die sind ja schon mal, ich sag mal so, nett gesagt,
kann man sagen, nee, kann man nicht sagen. Das ist einfach, ein ganz ehrlich, Bestandteil. Das ist der Klotz am Bein dieser Gesellschaft. Ja, aber die können ja oft nichts dazu. Die Männer sind ja immer die Arschlöcher. Die Männer haben die ja sitzen lassen, haben sie betrogen, haben sie geschlagen. Die Männer sind der Grund, warum Frauen alleinerziehend sind. Die Männer sind Arschlöcher. Männer sind Schweine, wie die Ärzte schon gesagt haben vor vielen Jahren. Damit haben sie recht. War es nicht Herbert Grönemeyer? Nee. Nein, aber warum setzen sich denn alleinerziehende Mütter mit ihren 4 extrem lauten Kindern in diesen scheiß Ruhebereich? Und segeln wofür los. Wofür bezahle ich, privilegierter Mensch, so viel Geld, um mir eine Sitzplatzreservierung, die kostet, was kostet die? 9 Mark oder so. Setze ich mich da hin und dann ist da ein Gebrüll, da ist ein Geschrei und ich tue mich schwer, da einzugreifen, aber ich werde bald meinen ganzen Mut zusammennehmen und werde dann einfach zurückschreien, weil ich sehe das auch nicht mehr ein, dass man dort dann noch den Diskurs beginnt und sagt, Entschuldigung, Jutta, ganz ehrlich, wir sind ja hier im Ruhebereich, ne? Und das ist ja die Zone, wo weder idealerweise telefoniert werden sollte, noch wo sich Menschen anschreien. Hier gibt's ja auch noch diesen Zwischenbereich, wo man fast rausfällt unten. Geh doch da mit deinen Wänsten hin. Oder ins Klo. Oder in den Flur. Aber hier bitte nicht. Das werde ich nicht machen, sondern ich werde einfach die sogenannte Spiegeltaktik anwenden. Mach mal beispielhaft. Ja, mach mal du das Kind und dann mache ich die Spiegeltaktik. Oh mein Gott, die Legosteine, aua, auf meinen Fuß. So, das werde ich machen. Und weil, ey, schlage diese Leute mit ihren mit ihren eigenen Mitteln teilweise auch. Ich sehe das nicht mehr ein, ich bezahle Geld dafür, ich möchte einfach meine Ruhe haben. Auf, ohne Witz jetzt, hau den Scheißkindern auf die Schnauze und dann sagst du einfach, war Notwehr, fertig. Das hat mich mit einem Messer bedroht, das ist runter in meine Wohnung gekommen, hat die ganze Bude klein geschlagen und kommt wieder, um mich zu ermorden. Bitte. Deshalb geht ist es doch Notwehr. In die Schule freitags, ihr Scheißkinder. Ich setze mich jetzt vor meine Wohnung auf die Couch und rauch erstmal eine. Genau. Ab in die Augustenstraße, da gehört ihr hin. So, das war die eine Zuggeschichte. Mein Gott, das ist alles unsympathisch hier gegen Ende. Das ist ja die unsympathische Folge heute. Das war eine Beobachtung, die habe ich auch letzte Woche gemacht. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen in die Veganer-Richtung total spannend. Ich saß im sogenannten RE, im Regional Express und habe dort ein Schild gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher es war. Und habe dort ein Schild gesehen im Zug. Und wir kennen ja mittlerweile so auch von Straßenbahnen und Bussen, da gibt es ja mittlerweile die Sache, hey, Alkohol verboten oder Essen verboten oder was auch immer, diese Schilder, dass das nicht erwünscht ist und nicht erlaubt. Im RE gibt es eine ganz neue Regel und die lese ich jetzt vor. Aus Gründen der Hygiene und aus Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste ist der Verzehr tierischer Produkte in diesem Abteil nicht gestattet. Oh, das ist ja geil. Das ist aber spannend, ne? Das ist sehr, sehr spannend, aber ich finde das asozial. Tierische Produkte. Was sind denn, also ist Milch auch schon ein tierisches Produkt? Ja, das ist ein tierisches Produkt, auf jeden Fall. Und was ist denn die Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste? Also man kennt ja manchmal so die Situation, wenn dann irgendwie so jemand kommt mit so einem Dönerteller oder sowas und so alles voller Tzatziki und so und dann fällt die Hälfte auf den Boden und es riecht nach Fett. Dann denkt man manchmal schon so, ah, das ist schon, auch ich als jemand, der sowas schon essen würde, geil. Ich finde das schon geil. Ich würde schon ganz gerne. Die wollen doch, dass man denen da hingeht und das denen klaut und isst. Die würden doch sich sonst das nicht in den Mund stecken. Die würden sich doch sonst nicht so anziehen. Genau. Nee, aber das kann ich verstehen. Aber dass man das jetzt komplett auf tierische, also entweder man verbietet das Essen und sagt, ey, nicht essen, weil das nervt, das ist laut, das kann riechen. Aber eine ganze Stadt kannst du nicht verbieten. Aber wieso denn nur das Tierische? Was sagst du als Veganer dazu? Ich als sogenannter Veganer ist mir völlig egal, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es sogar asozial irgendwie. Warum? Wie kannst du den Leuten irgendwie verbieten, ausgerechnet tierische Produkte nicht zu essen? Also muss ich hier meinen Veganer. Woher kommt das? Also wer hat denn mal gesagt, weißt du was, in diesem Abteil bitte nichts mit tierischen Produkten. Ey, Alter, ohne Witz, wenn ich nach Ehrenfeld gehe und mir dort einen geilen veganen Falafel-Wrap hole, mit geil veganer Tahina, Tzatziki, whatever Soße und Hummus und Knoblauch und boah, Fett ohne Ende, richtig asozial. So, und damit setze ich mich in den RE. Dann ist es doch genauso ekelhaft, wie einen Döner zu essen. Ja, eben. Und wer kam auf diese Idee? Also, waren das die sogenannten Ausländer? Waren das diese kopftuchtragenden Menschen, die seit 2015 unser Land stürmen? Haben die in Frankfurt bei der Bundesbahn angerufen und gesagt, nein, Messermigration. Wir sind halal, wir wollen das nicht.
Also wie war das? Wie ist das passiert, dass man gesagt hat, ja, also hier kann alles gefressen werden, aber nichts Tierisches? Ach, so ein militanter Veganer hat einfach eine richtig hohe Position bei der Deutschen Bahn jetzt. Und der sagt jetzt, ich will das nicht mehr. Aber warum denn auch in diesem Abteil? Das ist jetzt das Veganer-Abteil oder was? Anscheinend. Was wollen wir noch für Abteile? Ich möchte erstmal ein ruhiges Abteil haben. Wer kommt denn da? Wer kontrolliert das denn bitte? Wenn ich mir einen veganen Burger bei Mc's hole, der sieht wirklich sehr, sehr aus wie ein richtiger Fleischburger, dann kann doch nicht die Person sagen, Entschuldigung, wie soll ich das denn rechtfertigen? Muss ich dann mit dem Kontrolleur diskutieren? Muss ich dann mit dem reden? Will der mich dann? Da kommt die sogenannte Schnitzelpolizei auf dem Segelschiff einmal da durch und dann guckt die ganz genau. Was kommt denn als nächstes, wenn ich nicht mit tierischen Produkten in den RE kann? Entschuldigung, haben Sie hier einen Gürtel an? Ist das ein Echtledergürtel? Ziehen Sie den bitte mal aus. Muss ich das nächste Mal, wenn ich in McDonald's gehe, irgendwie mein Abiturzeugnis vorhalten oder was? Also das sind wirklich wieder so Dinge. Ja, es wird gescannt an der Tür. Was kommt denn noch? Netto nur mit, keine Ahnung, gültigen deutschen Pass und sowas. Also Entschuldigung, das sind ja wieder irgendwelche willkürlichen Dinge. muss ich mein Instagram-Profil erstmal zeigen, wie viele Follower ich habe, bevor ich zu Starbucks gehen kann. Bevor du den Doppelkeks holen darfst auf dem Festival. Entschuldigung. So läuft das. Diese Gesellschaft geht doch den Bach runter. Ich würde jetzt auch gern ab nach New York schippern. Das ist doch nicht mehr normal hier in good old Germany. Und die Merkel sitzt da in ihrem scheißbewachten Haus in Berlin. Und liest irgendwie irgendwelche philosophischen Bücher. Und hier, der kleine Mann ist wieder der Verlierer. Mal wieder. Würdest du dich eigentlich selbst als klein einschätzen? Ja. Ich bin der kleine Mann. Ich kann mich sehr gut mit der Mittelschicht identifizieren. Ich bin körperlich relativ klein. Ich bin ein ganz kleines Würstchen, auch bei Social Media ein kleines Lämpchen, das trotzdem gerne laut kommentiert. Ich bin ein kleiner Mann. Und du? Ich habe einen kleinen Penis. Okay, wollen wir weitergehen in den Themen? Ich glaube, das reicht jetzt auch. Oh Gott, das ist ja die schlimmste Folge seit langem. Was ein Quatsch hier. Was ein Quatsch. Ich möchte ganz, ganz kurz was ganz, ganz Schnelles erzählen, weil ich war ja im Irland-Urlaub. Irland. In was? Irland. Wie bist du da hingekommen? CO2-neutral? Ich bin CO2-neutral dahin gesegelt, habe mir vorher extra noch eine Asperger-Autismus attestieren lassen, um dahin zu jagen. Und wir waren dann halt dort und das war halt alles sehr, sehr schön, super langweilig, super ländliches Gebiet, da gibt's nur 5 Millionen Menschen, davon sind 1,2 Millionen in Dublin allein, in Nordirland, wir waren aber in Südirland. Da sind dann überall. Saarland. Und da sind überall Saarland, das ist sehr ähnlich, ich habe das Gefühl, die haben auch alle Sex mit Tieren, aber wir waren halt dort und es war halt relativ spaßig, es war eigentlich auch relativ langweilig, sah alles sehr, sehr schön aus, auf Instagram sah es schön aus, als es war und es gab halt verschiedene interessante Situationen. Das ist ja auch das Wichtigste, ne? Ich war nämlich einmal, ich glaube, ich war mit den größten Allmanns aller Zeiten dort, liebe Grüße an alle, aber ich mag die alle sehr, trotzdem war es sehr allmannhaft, weil es sind zwei Dinge passiert, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe und dachte, okay, das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Also erstmal wollten wir so um 10 Uhr vormittags, wollten wir halt los. Und ich war mit Dr. Farmaus erst 10.30 Uhr fertig. So, dann gab es Streit. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ihr und eure Penner-Attitüde. Wenn es Sachen gibt, die man aushandelt, Zeiten, dann wird das eingehalten. Das ist schon ein Kompromiss um 10 Uhr. Am liebsten würde ich um 8 Uhr los. Was für Leuten wart ihr denn da? Ich in meinem Urlaub, eine Woche, mein erster Urlaub in diesem Jahr, mein erster richtiger, und dachte mir so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ne? Erstmal das. Mir wurde eine Penner-Attitüde unterstellt deshalb. So. Auch sehr, sehr interessant. Am Ende des Urlaubs ist Folgendes passiert. Wir haben halt verschiedene Sachen, halt jeder hat irgendwas ausgegeben, da wurde was bezahlt, da wurde mein Einkauf bezahlt und so weiter und so fort. Oh, ne? Kommt jetzt die Abrechnungssituation am Ende? Pass auf, die Abrechnungssituation. Die sogenannte AS. Mir war das völlig egal. Am liebsten, ich habe zwar relativ viel bezahlt. Ich liebe sowas, wenn jemand Listen führt und sagt, so Moment, du schuldest ihm jetzt noch 6,39 Euro, das war der Einkauf, den teilen wir durch 4, dafür krieg ich aber das. Moment, wie machen wir das jetzt? Das war viel schlimmer, alles, was du erzählst, das war viel, viel schlimmer. Auf einmal kam jemand von uns, eine Person, mit der ich im Urlaub war, holt seinen Laptop raus, klappt den auf,
Excel-Tabelle. Ja, ich habe einfach mal alle Kosten, die wir hatten, geil, hier eingetragen. Ich habe einfach mal alle Kassenbons zusammengesucht und alle eingetragen. Schon mal gemacht. Und wir haben jetzt hier ein Ergebnis, wer wie viel bekommt und wer wie viel zahlen muss. Ja, nein, Basti, das sind für dich, du kriegst 38,46 Euro zurück. und Frau Dr. Farmaus, du musst 40,36 zurückzahlen an die Gruppe. So. Und ich dachte mir wirklich so, Alter, was ist denn da los, ne? Und Frau Dr. Farmaus hat einmal ein Essen bezahlt mit Bargeld, weil sie halt Bargeld dabei hatte, eine große Menge, und dann haben wir ihr das alles überwiesen und dann war gut, ne? Und es war irgendwie in dem Moment einfacher. Und dann sind das wirklich ganz, ganz komische Beträge für die einzelnen Leute gewesen. Ne? Da haben alle Leute diese Rechnung sich angeguckt und dann gab es wirklich so Beträge von 7,47 Euro. Ne? Und dann kriegt sie per PayPal folgenden Betrag zugesendet. 7,47 Euro. Ja, aber dafür wurde ja PayPal auch gemacht. Und PayPal hat ja auch genauso vor kurzem Werbung. Um 7,47 Euro zu geben? Die haben vor kurzem genauso Werbung gemacht. Die haben diese Funktion hervorgehoben, dass man auf den Cent genau Freunden mit der Freunde-Funktion Beträge schicken kann. Da stand irgendwie so, danke für den Kaffee auf dem Plakat und dann 7,47 Euro zum Beispiel. Warum sollte man da aufrunden? Ich meine, der hat ja nicht umsonst die Excel-Tabelle gepflegt. Ey, ich finde das ganz, ganz schlimm, ne? Das ist wirklich, ja, entweder das du machst es auf Vertrauensbasis oder du überweist es oder schickst es rum, aber ich würde es auch natürlich gar die nicht genaue überweisen. Summe. Ich würde am liebsten einfach sagen, ja, ja komm, weil ist du reich okay. bist. Da sind aber auch Menschen dabei, da muss der Cent zusammengehalten werden. Für 7,47 Euro, da kann die Karin Ritter eine Eisdiele lang von leben. Die beiden reichsten Personen haben das meiste bezahlt. Fertig. Wir haben im Prinzip wir haben am wenigsten davon profitiert. Die anderen haben nur davon profitiert. Die anderen haben nur davon, ja genau, die haben davon profitiert, wir nicht. So. Und das ist einfach, ich weiß nicht, das ist für mich eine ganz, ganz komische Sache, wenn jetzt jemand auf einmal am Ende des Urlaubs eine scheiß Excel-Tabelle aufklappt. Ich finde das sympathisch. Das könnte genau ich gewesen sein. Ernsthaft? Ich bin komplett dafür. Ja, du bist auch transparent. Und die centgenaue Abrechnung. Nicht die centgenaue, aber ich kann das schon nachvollziehen. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Apps, für wo man irgendwie das alles, wenn alle die gleiche App haben, dann kann man das ja, alles aber so nur gemeinsam in Deutschland. Habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Ach, sowas gibt's nicht. Das ist so ein deutsches Ding. Aber wie ist das denn sonst, wenn du wirklich mit vielen Leuten Urlaub machst? Es ist ja auch unfair, wenn der eine, sag mal, hier den kompletten Wocheneinkauf kauft und der andere hat am Strand mal ein Eis für zwei Leute aber nur gekauft irgendwie. Also das ist halt dieses sogenannte Allmann-Ungerechtigkeits- Naja, aber in einem Urlaub, wenn du da mit mehreren Leuten das ist was anderes, wenn du zu zweit im Urlaub bist, wenn du irgendwie mit Freunden wir waren oder mit fünf, einem Paar mir oder was. Egal. Ja, aber fünf Leute, da ist doch monetär ist da doch eine große Gefahr, dass da einer zu kurz kommt und der andere zu lang. Das ist mir egal. Also mir ist doch egal, ob ich 50 Euro mehr zahle. 400 Euro für einen Gürtel, natürlich ist dir das egal. Weil Geld für dich keinen Wert mehr hat. Du bist doch auch relativ reich. Nein, ja, ich bin reich, aber ich bin geizig. Das ist ja der große Unterschied. Reichtum hat man nur, weil man sein Geld mit seinem Geld gut umgehen kann. Das ist doch völliger Quatsch. Du wirst einfach überbezahlt. Du hast doch die ganze Zeit deine Klamotten für 2000 Euro hast du letzte Woche erzählt. Klammer, Mann wird einfach überbezahlt. So wird man reich. Mann, und zwar mit Doppel-N. Und Frauen verdienen einfach auch weniger, weil sie einfach nicht komplette volle Menschen sind mit ihrer Schwangerschaftsmöglichkeit. Mann, Andreo, mir wird es hier langsam zu viel. Ich will das nicht mehr. Ohne Witz, das Einzige, was ich will, ist, dass die Leute mir noch eine 5-Sterne-Bewertung für mich genau, in diesem Podcast dalassen. Und dir sollen sie auch das Geld geben bei Patreon. Ich habe noch keinen Cent davon gesehen. Das, Entschuldigung. Da werden die Dollars reingeballert und du kaufst ich gebe davon das für meine privaten Zwecke Gürtel. Aus. Ja, genau. Der letzte auch, Gürtel ist auf, so viel ist auf Geld Patreon-Money hast. Gewachsen. Andreo, mir reicht es. Ohne Witz. Nee, das ist jetzt auch, mein Gott, das war jetzt auch die letzte Folge von diesem Podcast. Das ist jetzt auch irgendwann mal gut. Ich würde das auch beenden, das ich Projekt auch hier. Jetzt geht hier beenden. Auf den Sack. Mir ist es völlig egal. Ich leg ja, jetzt mein auf. Gott, das war's jetzt. Wir beenden jetzt auch diesen Podcast. Der Feed wird gelöscht, die Website wird dicht gemacht. Bye.